Meine lieben Gäste, herzlich willkommen zur Ruger 23 Plattform Denkfest Teaser Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Sehr schön, dass Sie trotz Hitze alle gekommen sind. Freut mich sehr. Leider sind noch ein paar nicht gekommen, aber ich muss auch ehrlich sagen, mir ging es auch schon mal besser. Der Kreislauf bei mir ist auch ein bisschen, deswegen Entschuldigung gleich vorab. Ich hoffe, es passiert nichts, aber Sie wissen Bescheid. Mir ist auch sehr heiß und genau. Ja, ich freue mich. Ich bin die Maike Fischer. Ich bin Teil oder im Team von der Bundesgartenschau in Marketing, Kultur und Veranstaltung und auch zusammen mit dem Fabian, zumindest auf der gleichen Etage. Genau, und bin für die Veranstaltung eben vor 23 zuständig. Und ich denke, viele von Ihnen wissen, dass wir die Ruger 23 mehr sein will als einfach nur eine Blumenschau. Wir haben vier Leitthemen, das ist Energie, Klima, Nahrung und Umwelt und wollen eine Art Experimentierfeld sein und Lösungen für eine nachhaltige Zukunft aufzeigen und wir wollen richtige Fragen stellen. Und das gilt insbesondere für das Kulturprogramm, das nicht nur sich mit den Leitthemen auseinandersetzt, da wird aber der Fabian später ein bisschen mehr dazu erzählen, sondern eben auch gemeinsam mit der regionalen Szene eben einen kulturellen Nachhaltigkeitsbegriff entwickeln möchte oder auch entwickeln wird, da bin ich mir sicher. Und das Denkfest eben vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar ist eben ein ganz besonderer Baustein, der eben auch dazu beiträgt. Mit dieser heutigen Veranstaltung vor der Ruger 23, dem Teaser eben für das Denkfest, wollen wir eben die Debatte starten und die Frage aufwerfen, wie machen wir Kunst und Kultur zu einem ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeitstreiber. Hierzu darf ich ganz herzlich zu meiner Rechten die drei Männer begrüßen und willkommen heißen. Das ist Fabian Burstein, Robert Montoto und der Dr. Volkmar Baumgärtner. Ich hoffe, es ist okay, ich duze euch ab sofort. Ihr mich bitte auch. Und kurz ein Update. Ich weiß nicht, ob Sie alle kennen. Ich stelle Sie trotzdem nochmal vor. Also der Fabian Burstein, wie gesagt, seit Januar letzten Jahres ist er verantwortlich für das Kultur- und Veranstaltungsprogramm bei der Bundesgartenschau. Es war ein bisschen wie Heimkehr, Fabian. Du bist mittlerweile nämlich in Wien oder wieder in Wien, du kommst ja daher, bist aber bis 2019 in Ludwigshafen gewesen und zwar hattest die Leitung des Kulturbüros in Ludwigshafen inne. Mit dem Betrieb des Kulturzentrums, das Haus, der Durchführung der Ludwigshafener Kultursommer und dem Internationalen Straßentheaterfestival hast du die kulturelle Stadtentwicklung einmal über den Rhein drüber gefördert. Zudem warst du auch Leiter des Forums in Mannheim und jetzt bist du aber mit Haut und Haaren Ruger 23 und hast dir das Ziel gesetzt, mit unserem Kulturprogramm, das Lebenskunst heißt, die Menschen auch im Alltag abzuholen. Genau, in der Mitte sitzt der Robert Montoto. Er ist Leiter des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar. Du hast früher bei verschiedenen städtischen Bühnen gearbeitet, unter anderem als Regisseur und Projektleiter und warst Geschäftsführer des Besucherrings, Entschuldigung, ich muss ablesen, weil ihr schon so viel gemacht habt, des Besucherrings am Staatstheater Braunschweig und Gründungsgeschäftsführer des Besucherrings am Nationaltheater Mannheim sowie Vorstandsmitglied des Besucherrings Deutschland. Und seit 2011 arbeitest du eben in der Regionalentwicklung für die Metropolregion Rhein-Neckar. Im Rahmen deiner Tätigkeit konzipierst, moderierst du Tagungen, Podiumsdiskussionen, Gesprächsformate oder eben auch gerade Veranstaltungen wie hier. Genau.
Der Dr. Volkmar Baumgärtner ist Leiter der Kulturregion Karlsruhe und seit über 20 Jahren bist du beim Regionalverband Mittlerer Oberrhein in Karlsruhe Pressesprecher und als Regionalmanager Kulturgeschäftsführer für die Kulturregion Karlsruhe zuständig. Und nebenberuflich auch noch Lehrbeauftragter am Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften am KIT mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Deswegen, genau, passt. Diese ganze Konstellation ist nicht durch Zufall, ist natürlich klar. Um so ein bisschen den Hintergrund zu erklären, warum ihr drei gerade da seid. Es kam aus Gesprächen zwischen Volkmar und Robert, hat sich eben die Idee entwickelt, das Thema Nachhaltigkeit in und durch Kulturinstitutionen im Rahmen des Denkfests eben eine Plattform zu geben und Kulturtätigen die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und logische Konsequenz daraus, im Rahmen der kulturellen Zusammenarbeit zwischen der Buga 23 und dem Kulturbüro Metropolregion Rhein-Neckar, eben dieses Denkfest 23 eben auf die Buga zu holen. Dazu aber auch später nochmal mehr im Austausch. Genau, die heutige Auftaktveranstaltung, wie ich schon erwähnt hatte, hat das Ziel, eben einen Impuls zu setzen für einen gegenseitigen Austausch, um eben die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen zu fördern. Genau. Bevor wir gleich anfangen, werden kurz den Ablauf oder kurz einen kleinen Überblick geben, wie der Abend verläuft. Ich denke, er wird kurzweilig sein, angepeilt ist zu ungefähr 20 Uhr. Wir werden aber nicht nur sitzen, Sie kommen auch ins Gespräch. Bevor das alles passiert, gibt es einen Austausch zwischen den dreien und mir. Ich stelle die Fragen, ihr antwortet, genau. Und dann gibt es eine Keynote von Herrn Dr. Ralf Weiß. Nicht wundern, er ist nicht da. Leider aufgrund von Corona konnte er nicht kommen. Wir haben aber eine kleine Videobotschaft bzw. eine Keynote auf Video aufgenommen. Sollte also alles klappen. Er wird dabei eben der Frage nachgehen, was es bedeutet, also Nachhaltigkeit im Kontext von Kultur und Kunst genauer bedeutet. Danach kommt es zum Showcase und ich übergebe dann die Moderation an Volkmar und Robert. Wir werden dabei eben beispielhaft oder wir bekommen gezeigt bzw. erzählt, wie Kulturinstitutionen aus der Region eben Nachhaltigkeit angehen bzw. dazu beitragen wollen. Robert stellt zum späteren Zeitpunkt an auch noch die Vertreter in der einzelnen Institution vor. Am Ende gibt es dann noch einen gemeinsamen Austausch. Im Plenum dürfen Fragen gestellt werden. Wir stellen Fragen an Sie und ja, ich hoffe, wir werden erfolgreich sein. Und genau, Ende noch ganz kurz zusammengefasst und das war dann so der Abend. Ich würde sagen, um der ganzen Sache oder dem Denkfest und Nachhaltigkeit auf der Buga mal ein bisschen mehr mehr Fülle zu geben, Fabian, die Frage gleich so ein bisschen an dich, wo finden wir denn Nachhaltigkeit bei der Buga 23? Also grundsätzlich finden wir das Thema an jeder Ecke und an jedem Ende, also die gesamte Buga 23 ist eine Vermessung des Themas Nachhaltigkeit, wobei tatsächlich, du hast das angedeutet, es ja grundsätzlich nicht so ist, dass wir behaupten, für jede Facette die richtige Lösung parat zu haben, sondern wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir die richtigen Fragen stellen, also dass wir da beginnen, wo es wichtig, richtig und auch wehtut. Und das gilt natürlich auch für das Kulturprogramm, wobei wir da zwei Phänomene, würde ich jetzt mal sagen, beobachten. Nämlich, dass wir zum einen natürlich in der Popkultur viel Nachhaltigkeit als Thema haben, aber nicht jetzt im kulturellen Ausdruck. Also so Bewegungen wie Fridays for Future sind jetzt nicht wie die Friedensbewegung seinerzeit auch große musikalische Bewegungen. Und das Zweite ist, wir müssen auch erst einmal einen Nachhaltigkeitsbegriff entwickeln. Also bedeutet, dass in unserem Fall, wir dürfen nur nicht die Festivalgelände verdrecken mit Plastikbechern oder müssen wir das viel weiter denken
in eine soziale Ecke, in eine ökonomische Ecke, aber eben auch in eine ökologische Ecke. Und was bedeutet das in letzter Konsequenz? Kannst du so gerade ein, zwei, weil ich habe ein paar Kollegen aus dem Nationaltheater gesehen zum Beispiel, da könntest du vielleicht so ein bisschen, was uns erwartet im Kulturprogramm, was du schon natürlich anteasern darfst. Ja, natürlich, sehr gerne. Also wir haben ganz unterschiedliche Veranstaltungsebenen. Entscheidend ist für uns, oder sind für uns zwei Dinge. Erstens, dass wir nicht einfach nur Tourneeprogramme einkaufen, die auch auf jeder anderen Fläche oder in jeder anderen Kulturlocation spielen könnten. Das heißt, wir gehen ganz bewusst in Co-Produktionen und das ganz speziell mit Institutionen, Künstlerinnen, Netzwerken hier aus der Region. Nicht, und das muss ich jetzt auch hier ein weiteres Mal betonen, nicht aus einem lokalpatriotischen Kleingeist, weil wir glauben, wir müssen da jetzt so uns als Stadt abfeiern oder als Region, sondern weil wir der festen Überzeugung sind, dass sich über diese Akteure genau diese überregionale Exzellenz dann entfaltet. Und das bedeutet dann konkret, dass wir mit dem Nationaltheater, mit Performancegruppen, mit der Popakademie, mit freien Künstlerinnen, also mit ganz vielen unterschiedlichen Institutionen und Organisationsformen zusammenarbeiten. Und wo, und das ist jetzt die Frage an euch beide, an Robert und dich, Fabian, wo ist denn das Denkfest dann zu verorten, beziehungsweise wie kam es denn dazu, dass das Denkfest auf der Buga eben, oder Teil der Buga wird? Ja, es war erst nochmal schönen Abend von meiner Seite. Es war eigentlich gar keine Frage, dass wir hier zusammenkommen würden. Wir als die Austauschplattform der Kulturakteure in der Region haben sehr schnell verstanden, dass das eine Buga ist, die sich von allen anderen Bundesgartenschauen unterscheidet. Und zwar in einem ganz wesentlichen Punkt. Sie hat nämlich, ich glaube, das größte Kulturprogramm einer Buga, das es jemals gab. Ja. Und das entspricht ja auch dem Anspruch, den diese Stadt Mannheim formuliert. Mannheim ist in unserer Region eine wichtige Stadt und natürlich hat auch geholfen, dass wir uns persönlich kennen, auch das ein oder andere Projekt schon gemeinsam gemacht haben, aber viel wichtiger ist noch der Inhalt. Und wenn wir gesehen haben, dass sich die Buga um das Thema Nachhaltigkeit kümmert, um das Thema Klima und Umwelt, dann dachten wir, hier ist unser Ankerpunkt. Und wir haben eine Plattform in die ganz große Plattform der Buga integriert. Und das finden wir einfach spannend und anregend. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Ich kann berichten, dass ich auch, sag ich mal, in den Funktionen davor immer ein Denkfest-Fan war. Also ich kann mich erinnern, wie ich in Ludwigshafen angefangen habe, sind wir auch gleich mal losgestartet mit einem Denkfest. Dass das hier stattfindet, war für mich auch eigentlich ein Selbstläufer, nicht in dem Sinne, dass ich sofort gedacht habe, dass ihr meinem Werben oder unserem Werben nachgehen werdet, weil wir so toll sind, sondern weil das einfach ein Perfect Match ist, wie es ja auch bei eurem Festival Matchbox immer sagt, ne? Die Matches. Und letztendlich habe ich gesagt, es geht um die richtigen Fragen und die werden dann in so einem Forum gestellt. Und außerdem, das möchte ich bitte auch betonen, das Denkfest ist ja für uns Kulturmenschen da in der Metropolregion auch ein bisschen wie so ein Klassentreffen, wo wir so zwei Tage so zusammen rumhängen und auch plaudern und auch, kann man auch sagen, so ein bisschen Gossip austauschen. Und auch das gehört zu einer Bundesgartenschau, eben nicht nur sich an der Blütenpracht zu erfreuen oder einen Programmpunkt zu genießen, sondern da auch eben zusammenzukommen und seine Rituale auf diese Fläche zu verpflanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so haben wir das Denkfest-Ritual hierher verpflanzt. Ja, ich will natürlich nicht vergessen zu sagen, für uns als ein Büro der Metropolregion Rhein-Neckar einfach auch die Gelegenheit nochmal mit dem Denkfest und der Buga gemeinsam die Region hier anzudocken. Ja, das ist ja wichtig. Die Stadt Mannheim richtet zwar die Buga aus, aber ohne die Region funktioniert das ja auch gar nicht. Und das ist natürlich ein ganz tolles und perfektes Match, wie du gesagt hast. Absolut richtig, ja. Und ich habe es vorher schon mal ein bisschen angeteasert, dieser Gedanke, die Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur ins Denkfest zu integrieren,
Wie kam denn das zustande? Frag mal, da warst vor allem du sozusagen Initiator, kann man schon so sagen, ne? Genau. Also erstmal herzlich willkommen auch noch von meiner Seite. Und schön, dass wir hier sein dürfen. Also vielen Dank beim Buga-Team auch, dass wir in so einem Forum hier sein dürfen und auftreten dürfen mit dem Thema. Ja, wie kam es dazu? Ich wollte schon immer mit Robert zusammen etwas Interregionales machen, also die beiden Kulturregionen. Und dann haben wir uns getroffen und ich habe ihm dann gesagt, du, eigentlich das Thema Nachhaltigkeit und Kultur, das liegt so auf dem Teller, Mensch, können wir da nicht was machen in der Richtung? Und wir haben dann im Gespräch, das war letztes Jahr, Kevin war auch dabei, Kevin Dürr, der auch da im Hintergrund sehr viel organisiert hat. Und da haben wir uns getroffen und sind gestartet beim Team, ich habe gesagt zum Robert, Green Culture. Und dann haben wir es aber dann relativ schnell wieder verworfen, haben gesagt, Green Culture, das greift zu kurz. Und das ist so ein Punkt, wo wir gesagt haben, was das Denkfest leisten kann und soll, dass wir uns diesem Begriff auch nähern. Wir haben ja auch, Maike, du hast ja schon ein paar Begrifflichkeiten gesagt, ökologisch, sozial, ökonomisch, man kennt das ja, ist in aller Munde Nachhaltigkeit, aber ganz konkret, was bedeutet es denn für Kultur? Und Kunst und Kultur, was ist das Spezifische, was ist das Spezielle und wie kann man es da wirklich also runterbrechen? Das Zweite ist, was uns dann wichtig war, ist, welche Rolle spielt denn eigentlich Kunst und Kultur, vielleicht auch einfach auch die kreative Sphäre der Gesellschaft, welche Rolle spielen sie in diesem Kontext? Ja, und dann, man sagt ja auch immer Nachhaltigkeit und Transformation. Ja, also dieser Prozess, um dahin zu kommen. Und da haben wir auch gesagt, also Kunst und Kultur kann einfach auch eine bedeutende Rolle haben in diesem Kontext. Und last but not least, dritter Punkt. Was können wir mit so einem Denkfest und mit dieser Plattform, auch der Buga, zusammen dann auch bieten? Also wie können wir die Begriffsschärfung und auch die Rollenfindung, wie können wir das unterstützen mit dieser Plattform Denkfest und auch so, wie wir jetzt hier zusammensitzen und wie wir jetzt auch hier heute Abend zusammen sind. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, sich einfach mal auch zu verorten. Und letzter Satz dazu, natürlich wollen wir nicht das Rad neu erfinden. Wir haben ganz viel Know-how auch bei Ihnen hier im Publikum, da bin ich 100% sicher. Und das war uns auch ganz wichtig, dass wir dann gesagt haben, wir möchten also hier nicht sagen, wir haben es erfunden und Ei des Kolumbus gefunden, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam uns auf den Weg machen, hier uns dem Thema Nachhaltigkeit, / Transformation zu nähern in diesem Format. Und mit Blick auf Denkfest 2023, das ist jetzt heute, wie gesagt, der Auftakt, ist schon irgendwie, weiß ich nicht, habt ihr schon Vorarbeit geleistet, wie kann ich mir das denn vorstellen, also was ist schon passiert? Also Volkmar hat es eigentlich eben schon gut gesagt, wir wollen eigentlich auch gemeinsam lernen, also das ist eigentlich mein größtes Anliegen, dass wir verstehen, wer ist hier schon aktiv, wer macht was, mit wem. Und natürlich wollen wir einen Impuls setzen, hoffen auch die regionale und dann die überregionale Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Regionen und vielleicht noch anderen benachbarten Kulturregionen. Da sitzt Sabine von Bebenburg von der Kulturregion Rhein-Main. Hallo, guten Tag. Vielleicht wollen wir das eben auch ausweiten. Ja. Aber wir müssen erstmal verstehen, worum geht es bei dem Thema Nachhaltigkeit? Welche Chancen bieten sich? Welche Notwendigkeiten ergeben sich? Es ist eine bekannte Tatsache, dass wir, wenn wir Förderanträge stellen, in Zukunft kaum noch an dem Thema Nachhaltigkeit und Klima vorbeikommen. Das ist eine Notwendigkeit. Aber es verbinden sich ja auch viele Optionen mit diesem Thema. Das ist ja eigentlich das Wesentliche. Und Nachhaltigkeit weit gefasst heißt auch, die eigene Organisation zu überdenken, neu zu organisieren und damit aber auch vielleicht die Gesellschaft neu zu denken und neu zu organisieren. Keinen geringeren Anspruch haben wir, aber wir tun das, indem wir schauen, wer ist jetzt schon aktiv, mit wem können wir etwas machen. Wir müssen selber sehr viel lernen. Ja. Bitte? Vielleicht noch kurze Ergänzung dazu. Ich glaube, Maike, du hast gesagt oder irgendwo ist es gefallen. Wir haben natürlich auch gesagt, Nachhaltigkeit in Kultur. Institutionen, das ist die eine Geschichte, dann durch, was können denn Institutionen und Kunst bewirken in dem Sinne und natürlich letztendlich ist es auch eine Kultur der Nachhaltigkeit, die entwickelt werden muss. Ja, Dankeschön. Was, wo wir jetzt gerade bei Perspektiven, beziehungsweise bei, Entschuldigung,
bei dem Abend heute sind oder was wir uns erhoffen, was heute ist, was erhofft ihr euch oder was zustande kommt, was erhofft ihr euch heute vom Abend? Was für ein Ziel habt ihr euch gesetzt heute? Dürft alle drei durch die Bank antworten. Also für mich gibt es ein kurzfristiges Ziel heute, das letztendlich den Auftakt für ein langfristiges Ziel darstellt. Wir in der Kulturszene, und das wissen alle, die in dem Raum sind und damit was zu tun haben, sind in vielerlei Hinsicht so ein Sensor der Gesellschaft. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass wir in regelmäßigen Jahresrhythmen mit gewissen Trends konfrontiert sind, die sich auch in Förderprogrammen zum Beispiel niederschlagen. Und wir müssen jetzt darauf achten, und ich glaube, dafür ist sowas da und dafür ist insgesamt so ein Riesenformat wie die Buga da und dann noch die Verbindung zum Denkfest und zu Formaten mit dem Denkfest, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auf gar keinen Fall eines dieser Trendthemen sein wird, das kommt und dann in ein paar Jahren wieder geht, weil die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird, sondern dass wir dieses Thema zu einem integralen Bestandteil einfach unseres Handelns und Wirkens machen. Und zwar vollkommen selbstverständlich und aus einem eigenen Antrieb, genauso wie wir im Übrigen, und da bin ich großer Romantiker, auch das Thema Humanismus in unserer DNA haben. Das muss man uns nicht auferlegen mit irgendwelchen Förderprogrammen, sondern das sind wir, das verkörpern wir und das treiben wir voran. Und ich glaube, dass die große Leistung, die wir erbringen müssen, die ist, dass das Thema Nachhaltigkeit von so einem Schlagwort, richtig, aber jetzt auch schon wieder ein bisschen durchgenudelt, hinkommt zu so einer richtigen, zu einem richtigen Bestandteil unseres Handelns und Wirkens. Danke. Ich will ein Beispiel nennen. Jetzt sehe ich nämlich den Beat Fehlmann da sitzen von der Staatsphilharmonie, von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Und das ist für mich so ein cooles Beispiel. Kommt mir gerade in den Kopf. Ihr habt ja eigentlich mit deinem Amtsantritt begonnen, euch zu öffnen und neu zu organisieren. Und für mich ist das auch ein Teil der Arbeit an dem Begriff Nachhaltigkeit. Ihr habt euch der Stadt geöffnet, ihr habt versucht, Publikum zu erreichen, was ihr vorher nicht erreicht habt und tut das mit einigem Erfolg und werdet dabei auch unterstützt. Und genau diese Erfahrungen, die ihr jetzt sammelt, sind wichtig für diesen Prozess. Ja? Und reihum könnte ich jetzt schauen, da sind einige schon aktiv und dann geht es darum, das davon zu lernen, wie ich das vorhin gesagt habe und jetzt kommt's. Ich würde mir wünschen, wenn wir heute einen Impuls setzen können für so eine regionale Zusammenarbeit, wenn wir uns nicht nur austauschen, sondern vielleicht am Ende sogar überlegen, was können wir gemeinsam machen, können wir auch mal gemeinsame Anträge stellen und das würde dann die Kultursphäre unserer Region und die der Region Karlsruhe einschließen. Das wäre mein Traum, wenn wir das gemeinsam hinbrächten und gemeinsam sind wir dann stärker und können da wirklich was bewegen. Das fände ich gut. Super. Ich habe eigentlich gedacht, eigentlich haben wir schon ein ganz tolles Ziel erreicht, nämlich, dass ihr alle hier seid, wir hier nicht vor leeren Rängen sitzen, sondern Interesse da ist. Und das ist sicherlich auch hinterlegt, tatsächlich eben mit dem, ja, was passiert da und was kann ich vielleicht auch dazu beitragen. Insofern, erstes Ziel erreicht, dass wir diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt haben gemeinsam und Sie da sind. Und wie gesagt, das Ganze als Impuls in die Zukunft. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit so einem Hefeteig. Ich mache unwahrscheinlich gern Pizzateig und der ist erst so klein und dann wächst er langsam, hoffentlich, wenn er warm genug ist. Und ich hoffe, dass das wirklich also einen großen Teig gibt und wir eine tolle Pizza oder was auch immer draus machen können. Nicht mehr lange auf die Folter spannen. Ich denke, wir führen über zum nächsten Punkt, oder, Maike? Genau, richtig, ja, genau. Und bevor wir, wie gesagt, dem Herrn Dr. Weiß das Wort übergeben, ich weiß nicht, vielleicht ist er, also wer ihn nicht kennt, der Herr Dr. Weiß ist Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler und Vorsitzender des Netzwerks Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur und Geschäftsführer des Wissenschaftlichen Büros für Innovation und Wandel Reflexivo und gefördert vom Bundesministerium und der Nationalen Klimaschutzinitiative koordiniert er die bundesweite Initiative Culture for Climate für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kulturbereich. Und du lässt jetzt weiter den Film laufen. Danke, Kevin. Und vielleicht gehen wir einfach ein bisschen auf die Seite, damit auch jeder sieht,
Stühle könnt ihr stehen lassen, aber ja. Ausgehend von dem Netzwerkmotiv, das ich für die Eingangsfolie gewählt habe, das für uns, das 2N2K-Netzwerk, aber auch insgesamt für das Thema eine große Rolle spielt, möchte ich gleich mit dem Thema Kunst beginnen. Ich werde später auch noch auf ein paar Worte zu unserem Netzwerk selbst sagen und gerne einen Einstieg mit dem Thema Kunst machen. Und zwar mit einem Motiv, einem Kunstwerk, das ich gerne für sich wirken lassen möchte. Und auch mit einem Zitat aus der Jena Declaration, die ich in vielfacher Hinsicht eigentlich sehr interessant finde und die im letzten Jahr veröffentlicht wurde mit vielen internationalen Unterzeichnern, die ja für das Thema Kunst eigentlich einen sehr zentralen Satz, ein Statement formuliert hat, dass die Kunst eben grundsätzlich zusammen auch mit den Sozial- und Kulturwissenschaften und den Humanities insbesondere wichtig ist, um das Mindset, also die Denkweisen zu erweitern und letztendlich auch zu verändern. Eigentlich ein sehr zentrales Thema und diese große Rolle der Kunst kann man eigentlich nicht ja, stark genug in den Vordergrund stellen, diese Möglichkeit, die Kunst hat. Und ich möchte einfach wirken lassen, zwei, drei Beispiele, ja, die das illustrieren und die auch dafür stehen. Es ist wahrscheinlich nicht immer so leicht wie bei Martin Creed, der Installation. Es wird schon alles gut werden oder richtig sein, aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr schöne Perspektive. Ich habe ebenfalls ausgewählt Joseph Beuys, der auch schon in der Ankündigung für den Teaser genannt war, sein Projekt der 7000 Eichen, nach wie vor sehr interessant, die Documenta 7 1982. Und ja, auch sein Spruch immer wieder kolportiert, nur die Kunst oder die Kunst ist die einzige Form, in der Umweltprobleme gelöst werden können. Lassen wir den Satz einfach mal so stehen. So von Beuys geäußert, und ich möchte mit einem dritten Kunstbeispiel diesen Einstiegsblock schließen. Ein Gemälde von Fritz Winter, schon etwas älter als die vorher gezeigten Werke. Im Untertitel heißt es Transformation 2 und insofern ein Beispiel, dass es in der Kunst durchaus um Wandlungsprozesse geht und die auch in ja, unterschiedlicher Weise verarbeitet und zu Ergebnissen gebracht werden. Das Hauptthema des heutigen Abends, und ich habe auch den zweiten Block dann in dieses Spannungsfeld gestellt, ist ja der Zusammenhang und die Bedeutung der Kultur im Kontext Nachhaltigkeit. Und auch da möchte ich einen Satz aus der Jena Declaration voranstellen, der für meinen Geschmack ebenfalls wie der Satz zur Kunst sehr zentral zum Ausdruck bringt, welche Rolle die Kultur spielen kann, nämlich eine zentrale Rolle. Cultural dimension is at the core of sustainability und of sustainability program. Das ist ein sehr gewichtiger Satz und diesem Statement werde ich in der Folge nachgehen. Nicht ohne einen ganz kurzen Rückblick zu werfen, um uns zu vergewissern, was verstehen wir denn eigentlich unter Nachhaltigkeit? Und ich möchte natürlich nicht den Versuch einer letztgültigen Definition wagen. Ich werde auch nicht die Entwicklung kleinteilig
aufrollen. Ich möchte sozusagen einfach einen Blick darauf werfen, dass innerhalb der letzten 35 Jahre seit dem Bund-Land-Bericht 1987 wir eine sehr vielschichtige Diskussion, Forschung, Auseinandersetzung gehabt haben bis zur Verabschiedung der Agenda 2030 mit den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen. Und sozusagen mit diesem Ausgangspunkt des Grundlandberichts, dessen Kern die Bedürfnisbefriedigung auch der künftigen Generationen bildete. In dieser Zwischenzeit zwischen 1987 und heute gab es sehr viele UN-Weltkonferenzen. Zunächst wurde auch der Begriff von Sustainable Development, der aus dem internationalen Kontext kommt, in einen deutschen Begriff übersetzt, wo gar nicht zunächst Nachhaltigkeit stand. Insofern ist es auch ein Stück deutsche Nachhaltigkeitsdebatte, dass wir uns auf das forstwirtschaftliche Nachhaltigkeitsprinzip beziehen und wenn nicht auch das geldwirtschaftliche Nachhaltigkeitsprinzip aufgeführt habe, dass wir von den Zinsen und nicht von der Substanz leben, zeigt es ein gutes Stück in diesen beiden Prinzipien schon, dass die ganze Debatte durchaus auch immer sehr wirtschaftlich geprägt war. Ja, welche Rolle spielt denn die Kultur? Eigentlich eine ziemlich geringe und ich möchte jetzt mal einige Linien aufzeigen, an denen wir unsere heutige Arbeit auch festmachen können. Natürlich der Kontext der 17 SDGs und mit den Pfeilen, die ich hier eingezeichnet habe. Zum einen soll damit gezeigt werden, dass es vielleicht bestimmte SDGs gibt, in denen die Kultur eine besondere Rolle oder eine hervorgehobene Rolle spielen kann, wie vier, der Bereich der Bildung, der hochwertigen Bildung oder eben auch 11 der nachhaltigen Entwicklung von Städten und Kommunen, aber natürlich auch beim Klimaschutz. Aber natürlich soll damit nicht außen vor gelassen werden, dass Kultur auch grundsätzlich in allen Bereichen eine Rolle spielen kann. Hinzu kommt, dass wir, und das ist jetzt vielleicht eine ganz wesentliche Unterscheidung und durchaus auch im Titel der heutigen Veranstaltung aufgegriffen, dass wir von Nachhaltigkeit in, durch und auch als Kultur sprechen können. Und das sind dann nicht nur feine Unterscheidungen, sondern wir machen hier wirklich sehr unterschiedliche Ansätze und auch sehr unterschiedliche Wirkungsfelder und Relevanzen der Kultur beim Thema Nachhaltigkeit auf die ich im Folgenden auch noch zu sprechen kommen möchte. Dieses möchte ich auch noch ergänzen um ein neues Konzept, was eigentlich genau in diese Richtung geht, der inneren, der Nachhaltigkeit durch Kultur, dass also in der Kultur auch Möglichkeiten bestehen, was in diesen Inner Development Goals, eine relativ neue Initiative auf internationaler Ebene thematisiert wird. Ich möchte hier nur kurz die Stichworte benennen und auch da quasi Anknüpfungspunkte legen, wo schon nahe liegt, das hat viel mit Kultur zu tun und mit kulturellem Selbstverständnis, Being, Thinking, auch die Bezüge, die Beziehungen, die in der Kultur stecken, Relating bis hin zu Collaborating, Acting. Schauen Sie sich gerne die Inner Development Goals mal an. Und damit möchte ich eigentlich dieses Feld der kulturellen Nachhaltigkeit als ein sehr großes Feld mit sehr unterschiedlichen Ansätzen auch nochmal zusammenfassen, ohne dass wir dieses natürlich jetzt in den Details ins Blickfeld nehmen können. Neben den bereits angesprochenen Ansätzen der Nachhaltigkeit in, durch und als Kultur oder sogar kulturelle Entwicklung
könnte man eben auch Nachhaltigkeit als innere Entwicklung verstehen im Sinne der Inner Development Goals. Und im dritten Feld geht es auch darum, natürlich in Konzepten und Strategien der Nachhaltigkeit die Kultur ins Spiel zu bringen, sei es in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, sei es in der Klimastrategie von der Kommune, dass dort die Kultur auftaucht und. Also ein weites Feld, aber mit sehr spezifischen Ansätzen, die ich gerne noch weiter verfolgen möchte. Und um wirklich auch jenseits des Ansatzes Nachhaltigkeit in der Kultur die weiteren Felder zu beleuchten, möchte ich dieses Eisbergmodell der Nachhaltigkeit aufzeigen und da sehr nah angelehnt an einen Ansatz von Oliver Parodi, dass wir uns, und ich hatte Ihnen die 35-jährige Geschichte der Nachhaltigkeit aufgezeigt, dass wir uns eigentlich in den meisten Ansätzen in der Oberfläche beschäftigt haben, den oberen 20%. Und wenn wir die kulturelle Ebene aufmachen, die Ebene von Normen und Werten, von kulturellen Mustern, Weltbildern, Gewissheiten, wozu natürlich auch sowas wie Freiheit und Autonomie und ähnliche Dinge gehören, bis hin zu Ästhetik, Seinsmodus und Leiblichkeit, stoßen wir eigentlich in ein Feld der Kultur vor, das ja sehr viel Potenzial und eigentliche Ansätze für die Kultur bieten. Ich will diesen zweiten Block abschließen mit internationalen Perspektiven, um aufzuzeigen, wo aktuell Bewegung auf politischer Ebene läuft, die aber natürlich auch reflektiert sich bis in praktische Möglichkeiten und nicht zuletzt in Förderansätzen. 2019 gab es von der UN auch relativ wenig beachtet eine Resolution. Interessant 2021, dass die Kulturminister der G20 sich darauf verständigt haben, künftig eben das Thema Nachhaltigkeit in der Kultur auch ganz gezielt anzugehen. Aktuell beschäftigt sich die Europäische Union in einer Arbeitsgruppe mit der kulturellen Dimension, wird auch dieses Jahr noch einen Bericht vorlegen und der Ausblick ist im September sozusagen eine weltweite Konferenz der UNESCO, genau um diesen Zusammenhang Kulturpolitik und nachhaltige Entwicklung. Also wir bewegen uns in einem dynamischen und gerade sehr intensiv bearbeiteten Feld. Damit zu nationalen Perspektiven schauen wir gerne nochmal auch im Übergang auf dieses Kunstwerk aus Wuppertal. Bei der nationalen Perspektive möchte ich jenseits dessen, dass die Kultur eigentlich eine ziemlich kleine Rolle gespielt hat im Nachhaltigkeitsdiskurs, bei genauerem Blick drei Phasen eigentlich unterscheiden. Wir können eine Begründungs- und Manifestationsphase ausmachen, die durch das Tutzinger Manifest im Jahr 2001 markiert wird und vielleicht etwa bis 2008 geht durch Aktivitäten des Rats für Nachhaltigkeit, auch stark beeinflusst oder durchaus mit befördert. Dann eine Initiativphase, in der die Kulturstiftung des Bundes eigentlich ins Spiel kommt, unter anderem mit der Überlebenskunst, auch Leitfäden, die da entstanden sind und eben ja, dieser großen Konferenz und Zusammenkunft im Haus der Kultur und der Welt in Berlin. Und in der Folge werde ich mich gleich mit der Programm- und Institutionalisierungsphase beschäftigen. Da kann man sagen, eigentlich 2015, Zeitpunkt auch der Verabschiedung der Agenda 2030, geht es erst los mit einer ernsthaften Beschäftigung, die dann auch zu Programmen und Institutionalisierungen führt, wie den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für Nachhaltigkeit und eben auch die Aktivitäten der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien.
Ja, ich hatte gesagt, kurz auch unser Netzwerk vorzustellen und gleich sozusagen einzuordnen. Unsere Gründung fällt eigentlich mit dem Start der Institutionalisierungsphase zusammen. Wir sind in Vereinsstruktur organisiert, auch mit einem Verein in der Schweiz, also Deutschland und der Schweiz und insgesamt Engagement in der Dachregion. Und man kann eben sagen, dass wir ein Teil, eine Form der Institutionalisierung sind von vielen weiteren, die anstehen. Und die beiden Projekte auf eins, Culture for Climate, werde ich dann auch noch zu sprechen kommen. Ja, diese Programm- und Institutionalisierungsphase, ich will das auch schnell nochmal rübergehen, auch mit Blick auf die Zeit. EKM hat zum einen einen Haushaltstitel aufgenommen und was eben auch ganz frisch ist und ein deutliches Zeichen der Institutionalisierung, es gibt seit wenigen Wochen ein Referat im BKM für Kultur und Nachhaltigkeit. Von allen oder von den meisten von Ihnen sicher natürlich auch wahrgenommen und als Form der Institutionalisierung zu begreifen. Einerseits das Pilotvorhaben der Kulturstiftung des Bundes zu den Klimabilanzen, andererseits das ebenfalls noch sehr frische Förderprogramm Zero, wo die Ausschreibung ja noch läuft. Und ich will noch zwei, drei weitere Beispiele der Institutionalisierung nennen, um wirklich auch zu zeigen, wo wir uns gerade befinden. Und erst mit dieser Institutionalisierung werden wir in der Lage sein, eben auch Aktivitäten und Maßnahmen in größerem Sinne zu entfalten auf Ebene der Verbände. Zwei Beispiele: der Bundesverband Soziokultur mit dem Entwurf eines Nachhaltigkeitskodex oder eben auch der Museumsbund, der in einem Prozess mit einer großen AG Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch Eckpunkte erarbeitet und Ansatzpunkte erarbeitet. Nicht unbedeutend sind die Kommunen und auch ein Beispiel der Stadt Dresden. Alles oder vieles davon mit Fördermitteln auch auf den Weg gebracht. Dort ist eben sehr intensiv mit Piloteinrichtungen gearbeitet worden und ich möchte insbesondere auf diese Dresdner Charta für Nachhaltigkeit im Kultursektor verweisen. Last but not least, neben unserem Netzwerk und der Initiative Culture for Climate selbstverständlich auch das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien von zwei Ressorts geförderte Netzwerke und Initiativen, die sicherlich beide sehr gute Beiträge auch für diese Institutionalisierung und die Weiterentwicklung leisten können. Ja, ich möchte das Programm Culture for Climate dann noch ganz kurz vorstellen. Sie finden dazu natürlich auch vieles bei uns im Netz. Vielleicht so viel dazu gesagt, dass wir sozusagen über 3 Jahre eine Möglichkeit bieten, dieses Thema programmatisch auch anzugehen und auch einen Rahmen zu schaffen. Also sozusagen auch nicht nur von Projekt zu Projekt, sondern es ist eine bundesweite Initiative und mit diesen Maßnahmen, die über 3 Jahre laufen, können wir ein gutes Stück Aufbau und Kontinuität liefern. Und weil wir eben über dieses Verständnis von Nachhaltigkeit sprechen, möchte ich die Nachhaltigkeitsdeklaration für den Kulturbereich noch erwähnen, die wir zurzeit entwickeln und die eben auch tatsächlich festhalten soll, konkretisieren soll, was denn Nachhaltigkeit für den Kulturbereich bedeutet, in einem knappen Dokument mit 5 Grundsätzen und 5 Leitzielen, was von Kunst- und Kultureinrichtungen, auch von Kulturverwaltungen, Verbänden und Kulturtreibenden dann auch genutzt und unterzeichnet werden kann. Ich bin schon etwas über der Zeit, deshalb schaue ich, dass ich zum Abschluss komme. Ich hoffe, die 2 Minuten darf ich noch nehmen, da wir leider ja nicht die Möglichkeit zur Diskussion haben.
Ich möchte beim Ausblick nochmal zusammenfassen, sozusagen diese beiden Ansätze der Nachhaltigkeit in der Kultur und durch Kultur, dass wir eigentlich sehr viel schon sehen im Bereich Nachhaltigkeit in der Kultur, wo wir auf bewährten Methoden eigentlich des Nachhaltigkeitsmanagements der letzten 15 bis 20 Jahre aufbauen können und die auch adaptieren können. Es aber auch Entwicklungen kulturspezifischer Methoden gibt und sicherlich auch Bedarf und wir da Strukturentwicklung, Kompetenzaufbau brauchen und auch bekommen. Zum Thema Nachhaltigkeit durch Kultur möchte ich eigentlich sagen, das ist nicht so, dass da wenig passiert. Wir sehen tatsächlich da vielfältige Formen und Ansatzpunkte und insgesamt wird das aber noch unterschätzt und wird auch der Bereich noch sehr, es gibt noch sehr wenig Erkenntnisse dazu und auch sehr wenig Greifbares. Insgesamt ist die Bedeutung des Kulturwandels für die gesellschaftliche Transformation, damit die Nachhaltigkeit durch Kultur, allerdings sehr hoch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich schließe die Präsentation und würde natürlich sehr gerne mit Ihnen noch weiter mich austauschen zu Ihren Fragen und auch persönlich. Nutzen Sie gerne die Kontaktdaten und ich wünsche Ihnen heute Abend untereinander einen inspirierenden Austausch und gute Gespräche. Schönen Abend. So. Weird, aber okay, Dankeschön. Ich wünsche euch jetzt oder uns jetzt auch einen guten Austausch und ich übergebe jetzt an den Robert und den Volkmar und ziehe mich auch zurück, weil ich sitze ganz gut da hinten im Stuhl. Ja, gut, ruhe dich ein bisschen aus, es ist sehr heiß hier drin, ich merke es auch. Wir haben Wasser hinten, wenn jemand möchte und wir haben jetzt mal aufgemacht, also ich schiebe das auch ein bisschen zur Seite, dann kommt ein kleiner Durchzug. Gute Idee, da kommt ein bisschen Durchzug und bedienen Sie sich am Wasser. Unser Showcase beginnt jetzt gleich, Volkmar. Und wir haben einige Gäste hier, die stehen natürlich nur pars pro toto, weil Sie selber sind ja aktiv, ihr selber seid aktiv, viele andere sind aktiv, aber wir haben einige mal als Beispiel herausgesucht und natürlich haben wir das gemacht über unsere beiden Regionen hinweg und wir begrüßen Marie-Kathrin Blank für die Biennale für aktuelle Fotografie und vielleicht kommst du auch einfach mal zu uns nach vorne. Fine Stammnitz von Green Touring, vom Green Touring Network, die Zora Brendle von Eventkultur und Lena Mallmann vom Badischen Staatstheater. Kommt ihr bitte zu uns nach vorne, kommt ruhig ein bisschen näher ran. Nehmt euch hier die Mikros, die sind für euch. Und vielleicht, Volkmar, fängst du ganz kurz an und stellst mal die Personen aus deiner Region vor und ich übernehme die aus meiner, aus unserer Region. Ja? Ja, vielen Dank. Also wie gesagt, wir sind quasi mit dem Helikopter geflogen und haben dann geguckt, wo leuchtet so ein bisschen und sind runter und haben eben dann gesehen, es gibt Initiativen in der Richtung. Also es ist nicht so, dass wir von null anfangen, sondern in beiden Regionen und fangen wir vielleicht von hinten an. Die Lena Mallmann vom Badischen Staatstheater. Schön, dass Sie da sind. Und ich sage das deswegen auch, weil gerade im Moment eben im Badischen Staatstheater eine Initiative läuft, also zwischen 17., 18., 19., also heute ist auch noch nach wie vor diese Aktion in Gange. Theater trifft Klima, heißt es, glaube ich. Und wo es darum geht, ich glaube, das sagen Sie am besten, worum es geht. Also ich will sagen, hier einfach ein Beispiel, Theater, was macht das Theater, das Badische Staatstheater in Sachen Nachhaltigkeit? Vielleicht, guten Abend. Vielleicht schicke ich voraus, dass ich hier einmal in Vertretung bin unserer Chefdramaturgin Sonja Walter, Sie kennen vielleicht einige noch aus Heidelberg, der das ein ganz besonderes Anliegen ist, die sehr gerne auch beim Gedenkfest im nächsten Jahr mit da sein kann, hoffentlich. Das andere ist, dass ich mich jetzt hier in Vertretung des Badischen Staatstheaters nicht so sehr als Best Practice verstehe. Das ist mir wichtig zu sagen, weil es ist ein Practice. Wir versuchen, was zu tun, aber es ist so,
so Schritt für Schritt, genau. Die Tage der Nachhaltigkeit sind tatsächlich der erste Versuch, auch Aktivitäten zu bündeln, weil das Badische Staatstheater wie auch das Nationaltheater, diese großen Tanker, wie wir sie gerne nennen, wir haben unendlich viele Mitarbeiter, 750, und ganz viele davon wollen sich in ihrem jeweiligen Bereich engagieren. Wir haben unter anderem das Orchester des Wandels, das in einem Netzwerk der deutschlandweiten Orchester tätig ist. Wir haben verschiedene Sparten, wir haben Schauspielproduktionen zum Thema Nachhaltigkeit, wir haben bei uns im Volkstheater, da arbeite ich, ein Stück, das noch läuft zum Thema Nachhaltigkeit. Und alle sind dran und der Versuch dieser Tage der Nachhaltigkeit ist einmal, das einfach programmatisch zu bündeln. Wir spielen jetzt in diesen 3 Tagen alle Produktionen, die wir im Moment auf Tasche haben, und uns zu vernetzen mit dem KIT, uns ein ganz besonderes Anliegen schon lange. In dem Sinne bin ich auch sehr froh, hier als eine von wenigen Karlsruher vertreten zu dürfen, weil ich das Gefühl habe, wir hatten gerade Anfang der Woche einen runden Tisch zu dem Thema in kleinerer Runde, aber ich hatte das Gefühl, dass da auch wahnsinnig viel passiert. Und wenn das zusammenkommt, sehe ich für Karlsruhe und für die Region ziemlich optimistisch in die Zukunft und bin da sehr gespannt. Gut, vielen Dank. Das war im Grunde genommen auch das Prinzip, was wir vorhaben, nämlich ein bisschen neugierig machen, ein bisschen vorstellen, was dort gemacht wird. Und es gibt dann die Gelegenheit nachher, da drüben in dieser Speakers Corner, dass man sich dann mit der Lena Mallmann austauschen kann, was eben hinter dem steckt, was sie gerade erzählt hat. Also wie gesagt, gleichzeitig eben die Einladung zu einem, ja, Face-to-Face-Unterhaltung. Vielen Dank, Lena Mallmann. Vorerst mal und wie gesagt mehr dazu nachher in der Station. Und dann stelle ich die Zora Brennle sehr gerne vor. Es ist fast überflüssig, denn im Kontext Nachhaltigkeit bist du profiliert. Aber du bist vor allem ja auch die erste Vorsitzende von Eventkultur Rhein-Neckar e.V. Und du bist auch parteipolitisch aktiv und beschäftigst dich mit diesem Thema. Das prädestiniert dich natürlich für die Teilnahme heute. Ich bin gespannt, was du uns erzählst. Volkmar hat es angesprochen, wir werden so eine Art Showcase machen. Und wir werden hier an den verschiedenen Ecken, die ihr und sie sehen, die einzelnen Vertreterinnen haben. Und dann können sie noch ein bisschen mehr ins Gespräch gehen. Aber Zora, mach mal kurz den Bogen auf. Ja, genau. Vielen Dank, Robert. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auch gleich da drüben ein bisschen Einblicke zu geben, was denn die Clubs und Festivals in der Metropolregion schon so machen. Tatsächlich begleitet uns das Thema schon sehr, sehr lange. Es gibt auch einige Clubs und Festivals, die schon 2014, glaube ich, die ersten auch ausgezeichnet wurden für ihr Engagement in dem Bereich von der Green Music Initiative. Da ist auch ein Vertreter, da habe ich schon gesehen, genau. Und ich würde noch ganz kurz den Bogen zur Einleitung schlagen wollen, weil Robert, du hast ja auch gesagt, dein Ziel ist es, dass wir am Ende mit einem vielleicht sogar schon einen gemeinsamen Antrag rausgehen und ich glaube, ich habe da auch ein paar Ideen, die wir vielleicht dann einfach zusammen diskutieren können. Es könnte eine spannende Runde werden, also wir wissen ja, wo du zu finden bist. Volkmar, ja, ich kann gerade weitermachen, genau, ich wollte noch sagen, das wollte ich fast dir überlassen, das ZKM wäre heute auch hier. Ja, Lena hat ja gesagt, also wenig Karlsruhe, tatsächlich 2 Karlsruher Institutionen mussten leider kurzfristig absagen. Ja, vielleicht kann ich ganz kurz sagen, was wir eigentlich hätten bieten können oder was die Akteure hätten bieten können. Das ist zum einen eine Vertreterin vom ZKM in Karlsruhe, die Mitkuratorin war von Critical Zones. Das war eine Ausstellung, die einfach auch ein bisschen aufrütteln sollte. Und wir hatten uns, Robert und Kevin, wir hatten uns auch da getroffen in Karlsruhe und haben uns inspirieren lassen, auch für das Thema nochmal. Und wie gesagt, das ist der Punkt gewesen oder wäre der Punkt gewesen, Nachhaltigkeit durch Kultureinrichtungen. Ja, also welchen Impuls können auch Theater ganz klar geben. Zweiter, Auswahl hätte ich jetzt gesagt, nee, Auswahl ist es nicht, aber wie gesagt, sind nicht da, krankheitsbedingt. Wäre aus dem Bereich der Filmproduktion, Green Shooting, der Dr. Oliver Langewitz, lässt sich entschuldigen, grüßt auch hier einfach in dieser Runde und er hätte dann dargestellt, was passiert momentan in diesem Sektor, Green Shooting, Green Office gibt es in Karlsruhe, also wer Interesse hat daran, wie gesagt, an diesen beiden Kontakten, kann uns nachher gerne ansprechen
Und wir haben auch, also wir machen auch aus der Not eine Tugend, aber das werde ich dann erst anschließend verraten, Robert. Okay, dann bleibt es ein bisschen spannend. Fine, schön, dass du da bist. Fine Stammnitz ist hier. Wir kennen sie aus dem Kulturbüro. Du hast ja tatsächlich mal bei uns ein Praktikum gemacht. Du hast aber inzwischen eine spannende Entwicklung hingelegt. Du bist selbstständige Künstlermanagerin und du bist Co-Founderin des Bandcoaching-Programms Zündstoff Coaching. Du arbeitest als Mitglied von Green Touring Networks daran, die Möglichkeiten der Musikindustrie auszuschöpfen, aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Du musst ein bisschen mehr und besser erklären, was ihr macht. Ja, ich merke auch gerade, die Biografie, die ich euch geschickt habe, ist sehr alt. Es stimmt nämlich die Hälfte auch gar nicht mehr. Genau, ich war Künstlerin, Managerin und auch Bandcoaching quasi und habe dann vor fast 3 Jahren mittlerweile im Rahmen meiner Bachelorarbeit mich mit dem Thema Klimagerechtigkeit und Musikindustrie beschäftigt und da einfach ganz viel gelernt und ganz viele Ideen bekommen und gesehen, dass es an der Popakademie schon mal ein Projekt gab, was einen Green Touring Guide verfasst hat, der sehr toll ist, zusammen mit der Green Music Initiative. Und genau, da bin ich dann drauf gestoßen und da habe ich mich dann mit den GründerInnen unterhalten quasi von damals und dann haben wir gesagt, es wäre doch super, wenn es jemand mal wieder mit Leben befüllt und die Marke auch betreut. Und genau, dann habe ich das quasi vor 3 Jahren ausgegründet und mache das seitdem und habe dann jetzt auch die anderen Sachen fallen lassen, weil man sollte sich lieber auf eine Sache konzentrieren und die gut machen. Genau, und jetzt bin ich in den unterschiedlichsten Formaten unterwegs, also viel mit der Green Music Initiative noch und mit dem Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien. Macht da ganz viele spannende Projekte. Gerade arbeiten wir an Good Practices für Festivals europaweit. Und nebenher mache ich noch Nachhaltigkeitskonzepte für Festivals, KünstlerInnen, Bands, aber auch so Sachen wie Ökostromwechselkampagnen durch KünstlerInnen oder sowas. Also von bis ist alles dabei und genau, es geht eben darum, einerseits die individuelle Hilfe zu leisten, Konzepte zu entwickeln, als auch auf die systemische Ebene aufmerksam zu machen und intersektional das Thema Klimagerechtigkeit anzugehen. Und deswegen bin ich auch noch aktivistisch bei Music Declares Emergency, würde ich da mal kurz sagen, aktiv und guckt es euch gerne an. Wir haben auch so eine Deklaration mit Kernpunkten und freuen uns immer über UnterzeichnerInnen. Okay, wir sind gespannt, was du uns genauer noch erzählen wirst dann im Austausch. Und jetzt freue ich mich auf Marie-Kathrin Blank. Du bist für die Biennale für Fotografie hier. Läuft ja noch das Festival. Das Festival hat sich ja auch ziemlich umfassend mit dem Thema Nachhaltigkeit tatsächlich beschäftigt. Ich bin gespannt, was du uns dazu erzählen wirst. Du arbeitest als Ausstellungskoordinatorin und Kuratorin, bist Projektmanagerin und eure Veranstaltungsreihe dazu heißt Fotografie und Nachhaltigkeit. Was können wir uns darunter vorstellen? Genau, also also ich arbeite für die Biennale für aktuelle Fotografie. Gib dir mal meins. Okay, danke. Als Ausstellungskoordinatorin und wir haben dieses Jahr, also falls Sie es noch nicht gesehen haben, die Ausstellungen laufen noch bis Sonntag in den 3 verschiedenen Städten, Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg in 6 Häusern. Und wir haben als Thema dieser Biennale sehr stark eben auch das Thema Nachhaltigkeit, Klima, einfach durch die künstlerischen Positionen, die gezeigt werden. Und dann haben wir uns zusammengetan mit den Heinrich-Böll-Stiftungen der Länder Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sowie mit der Universität Heidelberg und eben diese Reihe Fotografie und Nachhaltigkeit entwickelt und dann überlegt, was ist es eigentlich, wenn man beispielsweise eben als Künstlerin, als Künstler nachhaltig arbeitet, wie kann man das tun? Es gibt eine ganz spannende Arbeit von einer Schweizer Künstlerin, Malgorzata Stankiewicz, die sich wirklich da stark Gedanken gemacht hat, wie präsentiere ich eben meine Arbeit und das dann beispielsweise auf Textilien gedruckt hat, die man eben einfach einrollen und verschicken kann, sehr, sehr klein und auch eben somit die Klimabilanz reduzieren kann. Wir haben auch noch ein Podcast-Format entwickelt, das heißt Biennale to go. Damit wollen wir die BesucherInnen anregen, darüber nachzudenken, wie bewegen wir uns eigentlich im Alltag. Also es ist eben so, dass man
laufen kann, mit dem Auto, mit der Bahn fahren kann, von unseren Ausstellungshäusern von einem Ort zum anderen. Und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen. Und es ist eben so, wenn man läuft oder mit der Bahn fährt, hat man dann eine längere Podcast-Episode, die diese Ausstellung erklärt. Also das ist so ein bisschen unser Ziel eben dahinter. Außerdem ist es auch so, dass wir dieses Jahr auch in unserer Ausstellungsproduktion nachhaltig versucht haben zu arbeiten. Wir haben da mit einer Firma aus Berlin zusammengearbeitet und da würde ich Sie auch gerne herzlich nochmal dazu einladen. Wir haben einen Workshop zum nachhaltigen Materialgebrauch für Künstlerinnen am Samstag von 14 bis 16 Uhr in Port 25. Vielen Dank. Und jetzt, wie gesagt, Sie haben dann die Möglichkeit, Volkmar, willst du vielleicht mal erklären, was wir jetzt vorhaben mit unserem Showcase? Genau. Also wir haben ja gesagt, eigentlich hätten wir noch zwei Leute da. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und vielleicht, Robert, wenn ich das noch einfach dazu sagen darf, und haben gesagt, ich glaube eingangs habe ich es erwähnt, es ist ganz viel Know-how hier auch im Publikum. Und ich wusste, dass wir einen Gast haben werden, wie gesagt, die Susanne von Bebenburg von der Kulturregion Rhein-Main, Frankfurt Rhein-Main. Und dann habe ich gesagt, Mensch, okay, wäre es nicht eine Gelegenheit, hier ganz kurz was dazu zu sagen und vielleicht auch später eine Station zu besetzen. Also das wäre super, gewissermaßen diese Wildcard in Anspruch zu nehmen. Und für alle anderen, wir haben natürlich noch eine Wildcard dann übrig. Und vielleicht der oder diejenige, die sagt, Mensch, okay, tolle Ideen, was hier auf der Bühne stehen, aber ich habe noch eine bessere, aber auch eine, die vielleicht es wert ist, hier vorne einfach mal sich vorzustellen und vielleicht auch an einer Station hier, die noch frei geblieben ist, sich auch ein bisschen in den Dialog zu begeben. Also wie gesagt, erstmal herzlich willkommen, Sabine. Ja, hallo. Ich komme auch aus der benachbarten Region, nämlich Kulturregion Frankfurt Rhein-Main. Die ist ziemlich groß und hat ziemlich viele Städte und wir arbeiten anhand von konkreten Projekten. Und ich wollte eigentlich nur zwei Sachen ganz kurz mitgeben. Das erste ist, für mein Dafürhalten gehört Kultur und Bildung zusammen, untrennbar. Und wir arbeiten anhand von konkreten Projekten, zum Beispiel der Route der Industriekultur Rhein-Main. Es gibt sowas Ähnliches hier auch in Mannheim. Und haben da relativ viel Erfahrung mitgesammelt. Und bei der kulturellen Bildung ist für mich das A und O, dass es um sinnliches Erleben geht. Also da befinden wir uns sozusagen bei dem Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche. Ja? Und ich habe auch gerade gedacht, das heißt ja bei euch Denkfest. Ja? Denkfest ist hier der Kopf, aber es gibt ja ganz viel, was da drunter ist. Ja? Und die Eindrücke, die bleiben dann nachhaltig, wenn man wirklich ein sinnliches Erleben hat, wenn man selber ins Tun kommt. Ja? Und dann passiert was auf der individuellen Ebene. Genau, und das wollte ich sagen und auch bei der kulturellen Bildung auch noch ein wichtiges Prinzip, von dem ich denke, dass es in Zukunft noch viel, viel wichtiger wird, und zwar intergeneratives Zusammenwirken. Weil wir haben jetzt die ganzen Babyboomer, ich gehöre jetzt auch zu der Generation, die jetzt so langsam in die Rente gehen, aber wahnsinnig viele Leute sind, noch unheimlich fit sind. Und wir können unheimlich viel voneinander lernen. Also ich war mal in Loccum bei einer Veranstaltung von der Kulturpolitischen Gesellschaft und die hatten das zum Thema gemacht und haben gesagt, wir haben jetzt eine Aufgabenstellung für euch. Und jeder musste sich outen anhand eines Buttons, ja, die Alt-68er, die Babyboomer, die Generation X und die Jüngeren. Und man durfte nur dann zusammenarbeiten, wenn mindestens ein Vertreter oder Vertreterin von jeder Generation dabei war. Und diese Bereicherung durch diese unterschiedlichen Perspektiven war für mich der absolute Augenöffner. Also ich kann es nur empfehlen, ja, das ist unglaublich. Und ich glaube, dass es beim Thema auch BUGA gerade unheimlich viel Know-how auch gibt in der älteren Generation, wo man dann einfach mit gegenseitigen Lernen zusammenwirken kann. Aber ganz kurz ein konkretes Projekt, ein Pilotprojekt wollte ich vorstellen. Und zwar ist die Bundeskulturstiftung auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen was in Sachen Kreislaufwirtschaft im Kulturbetrieb machen. Und wir haben jetzt in Leipzig und in Berlin schon Ansätze und wir würden das gerne mit euch machen und wir waren dann Ansprechpartner, wir haben einen ersten Pilot gemacht und jetzt eine zweite Veranstaltung, es war auch sogar jemand vom Nationaltheater in Mannheim da, hat mich sehr gefreut und da geht es darum, es waren sehr viele Vertreterinnen eben davon, auch Museen, Theatern und so weiter und es geht darum, dass das ganze Material, was man verwendet,
das Ganze, diese Materialkreisläufe neu gedacht werden sollen. Ja? Das heißt, dass man von vornherein das modular macht, dass man es auseinandernehmen kann, dass man es reparieren kann, dass man auf Sortenreinheit oder Materialreinheit und so weiter achtet. Und natürlich auch darum, es geht auch darum, was passiert damit hinterher. Ja? Und jetzt gibt's da, gibt es auch so Ansätze für Börsen im Internet, wo man dann also Suche, Biete und so weiter machen kann. Also das wollte ich einfach nur sagen, da ist ganz viel gerade in der Mache und ich kann im Nachgang gerne auch mal den Link zur Verfügung stellen, damit das jetzt nicht zum Co-Referat wird. Da haben wir die Frankfurter jetzt so einfach als Wildcard dazugenommen und ihr merkt, ihr hört gar nicht mehr auf zu reden, aber das ist gut, also, Sabine, das ist toll. Das war ja eine spontane Geschichte. Sabine, geh doch da hinten vielleicht dann in diese Ecke, da ist Sabine von Bebenburg und erzählt von diesem Projekt in der Kulturregion Rhein-Main, Entschuldigung, und vielleicht auch von eurem generellen Ansatz, das ist ganz spannend. Genau, intergeneratives Bildung und Nachhaltigkeit und natürlich dieses Projekt, was du vorgestellt hast. Ja, jetzt machen wir es spannend. Es muss niemand, es kann jemand. Wer möchte die letzte Wildcard in Anspruch nehmen von Ihnen? Gibt es da jemand, der in 2 Minuten sagen kann, okay, das ist meine Initiative, ihr könnt zu mir in die Ecke nachher kommen, ich erzähle euch mehr darüber. Gibt es da jemand? Ja, okay. Die Susanne Brauer, die kennen wir auch. Willst du auch einleitend was dazu sagen? Wäre doch gut und dann ist dein Platz da hinten. Genau, also ich bin hier als Vertreterin für die freie darstellende Künste eigentlich. Ich denke, man kann das auch breiter denken, weil mir jetzt in dem, was wir bislang gehört haben, so ein bisschen fehlt diese Perspektive, dass wir ja irgendwie gerade in der freien Szene unter Produktionsbedingungen arbeiten, die Nachhaltigkeit sehr schwierig machen. Und das heißt nicht, dass wir nicht mit Ökostrom irgendwie arbeiten können, dass wir nicht mit dem Fahrrad zu unseren Probenorten fahren können. Aber ganz wichtig, wir produzieren mit Steuergeldern Produktionen, die wir anschließend kaum noch zeigen können, weil wir irgendwie wenig Zugang zu Netzwerken haben, weil die anschließenden Ressourcen fehlen. Wir alle irgendwie brauchen Material, irgendwie Orte, wo wir proben können, wo wir spielen können. Aber es gibt zum Beispiel kein institutionalisiertes Netzwerk, das uns da unterstützt, das untereinander auszutauschen. Also wir sind da genau in so einem Ding, wenn wir nachhaltig sein wollen, ist das immer eine persönliche Initiative, die erstmal mit unserer Kunst nichts zu tun hat. Und als anderes kommt jetzt noch die Anforderung auch an uns, dass wir jetzt irgendwie die Nachhaltigkeit in den Menschen verankern sollen. Ich denke, wir tun das, weil das ein Thema für uns ist. Aber jetzt bekommen wir plötzlich diese Aufgabe so zugeschoben. Aber wir bekommen irgendwie meiner Meinung nach sehr wenig Unterstützung darin, diesen anderen Teil, der uns das erstmal ermöglichen muss, ist sichtbar, für viele sichtbar auf die Bühne zu bringen, überhaupt zu ermöglichen. Danke, Susanne. Ist eine Wildcard, die gleich Applaus geerntet hat, so muss es sein, das ist cool. Ihr sprecht da hinten bitte dann darüber, kommt sicher in die Diskussion. Ganz kurz jetzt, wie läuft's? Ihr habt ungefähr so knapp 20 Minuten, 18 Minuten haben wir mal gesagt, weiß nicht warum 18, aber knapp 20 Minuten. Und wir haben ja hier die einzelnen Stationen benannt, Sabine von Bebenburg als Wildcard 1 hier hinten, Susanne Brauer hier direkt gegenüber. Und ich darf nicht vergessen zu erwähnen, wir haben auch eine Feedback-Wall hier stehen. Bitte nutzt sie. Wir haben auch eine kleine Umfrage formuliert. Auch bitte da. Die Kennung ist da. Man kann sich einwählen, man kann es scannen. Da sind wir auf eure Antworten gespannt. Und dann darf es eigentlich schon losgehen. Und ich darf schon im Vorgriff sagen, wir haben ja noch 2 weitere Gäste. Die stellen wir dann vor. Und dann kommen wir nochmal in die Diskussion. Denn da haben sich 2 namhafte Festivals unserer Region zusammengetan, die in Zukunft sehr viel vorhaben. Wir sind neugierig, was die beiden Vertreter uns davon erzählen werden. Und dann würde ich sagen, go! Kevin wird immer mit einem Signal dann die Runde jeweils beenden. Das hören alle und dann kommen wir hier wieder hier vorne zusammen. Ihr könnt gerne die Stühle mitnehmen. Ja. Robert, noch eine Sache. Wir sind natürlich auch noch irgendwo in der Ecke und stehen für Fragen Hier zur Verfügung. Bleiben, ne? Oder können wir hier bleiben? Genau. Genau. Also gerne auch Fragen an uns. Kein Thema. Auf die Plätze geht's los. Oder Kevin? Auf die Plätze, fertig, los, genau. Wir sind ein bisschen im Zeitdruck förmlich. Die Buga will uns gleich wieder
hier vom Gelände verjagen. Nein, nein, aber die haben gesagt, ja, ja. Ja, wir haben ja ein kleines Überraschungspaket angekündigt und ich bin froh, Volker Doberstein von Enjoy Jazz, den künstlerischen Projektentwickler von Enjoy Jazz, um genau zu sein, begrüßen zu dürfen. Er nimmt noch einen Schluck Wasser und setzt sich dann. Hallo, grüß dich, Volker, schön, dass du da bist für Enjoy Jazz. Wir lieben dieses Festival, weil es ja nicht nur in einer Stadt stattfindet, sondern in einigen Städten der Region. Und das finden wir natürlich gut als Metropolregion. Aber wir freuen uns auch, dass Christian Eckert da ist, kaufmännischer Direktor vom Heidelberger Frühling. Der Heidelberger Frühling in der Regel findet da nur in Heidelberg statt. Aber wir mögen das Festival trotzdem sehr gerne, weil es vielleicht eines der prominentesten Klassikfestivals mittlerweile in Deutschland ist, würde ich sagen, oder? Ja. Schön, dass ihr beiden da seid. Und wir starten auch mit den beiden, tatsächlich, weil wir ziemlich neugierig sind, was ihr möglicherweise mit euren beiden Festivals und mit Hilfe eines Unternehmens, wenn ihr so viel schon sagen wollt, ausgekaspert habt, was ihr vorhabt. Das Ganze steht unter dem Titel, wir wollen gemeinsame Sache machen. Und worum geht es denn bei diesem gemeinsamen Projekt? Seid so nett, erzählt uns davon. Ich darf gerne, ja. Ja, guten Abend in die Runde, hallo. Wir wollen gemeinsame Sachen machen, genau, das ist eigentlich eine ganz gute Überschrift, denn wir haben auch schon viel über dieses Thema gesprochen und haben uns dann irgendwann, beziehungsweise unsere Intendanten haben dann irgendwann... Aber wir waren schon auch dabei. Wir waren dann auch dabei. Hat uns mit dazugelassen. Ja, genau, irgendwann durften wir auch mitreden. Haben wir uns über dieses Thema ausgetauscht und sind ziemlich schnell an vielen Punkten gelandet, wo wir gemerkt haben, dass wir als Festivals bei diesen Fragestellungen doch in die gleiche Richtung gehen und auch die gleichen Herausforderungen und vielleicht auch Probleme haben bei der Umsetzung. Und haben gesagt, da wir doch auch sonst einen guten Kontakt pflegen als Schwesterfestivals sozusagen, haben wir gesagt, da gehen wir das doch einfach zusammen, um einfach auch da Synergien zu erreichen, um gemeinsam auch die Ressourcen zu nutzen, die wir noch nicht so richtig haben dafür. Das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem bei diesem Thema, dass es ja auch irgendwer nachher machen muss. Und insofern sind wir da noch voll in diesem Entwicklungsprozess drin, weswegen wir auch heute gesagt haben, es macht bei uns nicht so viel Sinn, wenn wir uns in diese Ecken setzen, weil wir eigentlich noch gar nichts Konkretes zu präsentieren haben, weil wir da noch ganz am Anfang stehen, eben in dieser Findungsphase, was wir auch zusammen machen können. Willst du da noch was ergänzen? Volker, hast du was hinzuzufügen aus der Sicht von Enjoy Jazz? Ja, also vielleicht zum Thema Anfangsphase. Tatsächlich ist die Anfangsphase wirklich die wichtigste Phase, weil da sollte man sich auch viel Zeit nehmen, um zu überlegen, wo will man denn eigentlich hin. Wir haben angefangen, da ist vieles schon gesagt worden, also Fabian hat auch einiges dazu gesagt, übrigens toller Job Fabian, wenn ich das mal sagen darf. Der Nachhaltigkeitsbegriff ist unglaublich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wenn man überhaupt anfangen will. Also wir wollen kein CO2-neutrales Festival sein oder zumindest ist das nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist wirklich, auch wenn wir jetzt Schlagworte nicht so mögen, aber eher das zu machen, was State of the Art als Sustainable Event Management beschrieben wird. Also das heißt, für uns gehört zur Nachhaltigkeit faire Bezahlung von Künstlern natürlich genauso wie, dass keine Plastikbecher auf dem Gelände rumliegen, ja, oder in den Venues, um das jetzt mal plakativ zu sagen. Das war sozusagen unser einer Ausgangspunkt und der zweite wichtige Ausgangspunkt war, dass wir uns einig waren, sehr schnell einig waren, dass wir keinen... den, der nicht schnell genug Nein sagt, zum Nachhaltigkeitsbeauftragten ernennen. Ja, oder der gerade nicht da ist, so läuft es ja meistens. Ja. Und dann schickt man ihm eine E-Mail und gratuliert ihm. Und der kommt nie wieder. Das wollten wir nicht, sondern uns war klar, wir müssen Strukturen schaffen, wo jemand komplett und ausschließlich für dieses Thema verantwortlich ist. Und
Da könnt ihr euch vorstellen, dass es, wenn es um zwei Festivals geht, dass das natürlich ein bisschen Austausch erfordert. Es ist glücklicherweise so, wie Christian sagte, dass wir eben einen sehr guten Kontakt untereinander pflegen. Also wir kuratieren auch gegenseitig immer Konzerte während der Festivals, der eine beim anderen. Also auch künstlerisch sind wir relativ eng beieinander. Ich glaube auch von der Philosophie her, würde ich zumindest sagen, Christian. Und deshalb haben wir jetzt uns entschlossen, den Weg zu gehen, dass wir quasi das institutionalisieren wollen, also zwischen den beiden Festivals jemanden schaffen, der dann ausschließlich für dieses Thema verantwortlich ist. Warum ist uns das so wichtig? Vor allem deshalb, weil, wenn das sozusagen der klassische Feuerschutzbeauftragte ist, nur halt zum Thema Nachhaltigkeit, dann wissen wir alle, dass der dann zweimal sagt, Leute, die Türe muss abgeschlossen sein. Beim dritten Mal ist es ihm dann auch wurscht. Wenn der aber sich nur über diese abgeschlossene Tür definiert, dann tritt der uns halt auch auf die Füße und fordert Dinge ein. Und dann können wir nicht einfach sagen, ja gut, aber dieses Jahr passt schlecht. Ja, machen wir nächstes Jahr. Aber gute Idee. Ja, das funktioniert dann halt nicht. Fabian, du hast mir eben zugezwinkert. Hast du das getan, weil ich dir sympathisch bin oder hattest du eine Frage an die beiden? Sowohl als auch. Okay, das wollte ich hören. Ich wollte dazu noch was Ergänzendes sagen und ich glaube, das war eigentlich fast ein Nebensatz, aber es war ein total entscheidender Satz. Der Volker hat gesagt, wir wollen uns nicht darüber definieren, ob wir jetzt ein CO2-neutrales Festival sind. Und das ist ein entscheidender Satz. Ich möchte ein Beispiel des Fliegens nennen. Wir diskutieren in den Anreisen, beispielsweise in den Kulturstädten, auch über See, jetzt ganz stark darüber, dass wir in die Bilanz, dass wir darauf achten müssen, dass die internationalen Künstler so nicht kommen. Und jetzt stelle ich aber die Frage, ist das tatsächlich ein kultureller Mehrwert, wenn wir diese Form von kulturellem Dialog nicht mehr haben? Ich behaupte nein. Und ich glaube, dass wir deshalb auf ganz vielen Ebenen diese Nachhaltigkeit herstellen müssen. Wir müssen sagen, da nehmen wir im Kauf, nicht nachhaltig zu sein, weil das so einen kulturellen Mehrwert uns bringt, eine Form von Weltgewandtheit, von Austausch, von Sichtbarkeit von anderen Zugängen, dass ich dann halt an einer anderen Stelle wirklich sehr genau auch hinschauen muss. Und ich würde mir wünschen, ich war gerade in einem Panel mit dem Beat Fehlmann, der über das Thema Klimabilanz gesprochen hat und das fand ich mega interessant. Da waren nämlich Erkenntnisse dabei, die hatte ich so noch nicht. Ich hoffe, er wird sich dann dazu melden und dementsprechend müssen wir zum Beispiel von der Bundesgartenschau, Entschuldigung, das ist schon der letzte Satz, auch über zum Beispiel das Thema Klimakolonialismus sprechen. Wir müssen darüber sprechen. Wir werden das auch tun in Theaterinszenierungen oder in Stationentheater. Warum bei so internationalen Konferenzen die Schwellenländer natürlich sagen, das geht nicht. Ihr habt über Jahre jetzt euren Wohlstand befeuert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt, wo wir dann mal so weit wären, sollen wir aufhören. Und das sind alles natürlich Fragen, die sind nicht nur an einer CO2- oder an einer Klimaperspektive zu messen, sondern die sind sehr eng verstrickt. Und da haben wir jetzt auch mit so einer Bundesgartenschau 178 Tage Megafläche, viel auch Kooperationsfläche, die Chance, das einmal so richtig auszurollen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass zwei so Flaggschiffe, glaube ich, auch der Festivallandschaft sich dem annehmen und auch einmal es zustande bringen, zu sagen, wir stehen da am Anfang und wir behirnen das noch einmal, bevor wir, oder die Art und Weise, und rennen nicht einfach los und tun jetzt ein Label drauf, sondern überlegen jetzt, was bedeutet das eigentlich? Ich finde das ziemlich thrilling, dass wir jetzt in so eine Diskussion nochmal hereinkommen. Und ich habe gespürt, Fine neben mir hat die ganze Zeit genickt, Sora hat genickt. Ihr kommt ja auch aus diesem Bereich, den Fabian eben angesprochen hat. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen. Die beiden Herren haben sich auch nochmal abgesprochen. Wir sind jetzt dank eurer Initiative nochmal in eine spannende Diskussion gekommen. Schön, dass ihr euch zu dieser Zusammenarbeit entschlossen habt und das könnte beispielgebend für die Kulturakteure in unseren beiden Regionen sein. Also das tut mir jetzt natürlich leid für all diejenigen, die das Fußballspiel heute Abend sehen wollten. Ich gehöre auch dazu und das halten wir jetzt aus.
Okay, ja, ich glaube, wir sollten uns jetzt kein zeitliches Limit setzen, wenn wir in eine spannende Diskussion kommen. Und es gibt ja zwei Halbzeiten beim Fußball, also 90 Minuten, und da haben wir noch eine Chance. Fine, du hast genickt, nur Zustimmung, gibt es was hinzuzufügen? Pure Zustimmung und Erleichterung, dass es hier an ist. Ist mein Mikro an? Ich weiß gar nicht. Dankeschön. Genau, und ich freue mich total, dass es hier angesprochen wird, weil ich auch ganz lange, ist ein bisschen verschwitzt, sorry, es ist wirklich sehr warm. Genau, ich freue mich total, dass wir über diese Themen reden können und dass es auch mittlerweile getan wird, weil ich das Gefühl habe, eben auch gerade dieses CO2-neutral, das klimaneutral, wir haben es gerade noch an der Station besprochen, das ist so ein Modewort, Amazon sagt, sie sind klimaneutral und im Endeffekt kannst du von Anbieter zu Anbieter kostet die Tonne CO2 mehr oder weniger, teilweise wird nicht, also es, das Prinzip geht einfach nicht auf, es ist ein bisschen wie Ablassbriefe kaufen quasi, was ein gutes Mittel ist, um Restemissionen auszugleichen, aber du musst ja erstmal quasi die Mathe machen und da gehört eben auch dazu, dass man nicht sagt, okay, wir in Deutschland machen jetzt einfach unser Ding, obwohl man natürlich lokal anfangen muss. Aber es ist ja super wichtig, ich meine, wir kämpfen ja für Klimagerechtigkeit, wir kämpfen nicht mehr für Klimaschutz, wie wir das vor ein paar Jahren noch gedacht haben. Ja. Wir sind jetzt schlauer zum Glück, wir haben uns mehr gebildet und mit den Dingen auseinandergesetzt und alle Krisen, die wir gerade haben, sind aus Ungerechtigkeiten entstanden. Also alle Krisen, mit denen wir uns jetzt konfrontiert sehen, beruhen auf Ungerechtigkeiten, entweder Mensch gegen Mensch, Mensch gegen Natur, wie auch immer. Auf jeden Fall Raubbau, Ausbeutung so. Und wir leben in einem rassistischen System, wir leben immer noch im Patriarchat und da ist es einfach schwierig, ohne diese Stellschrauben zu verändern und auch die soziale Nachhaltigkeit genauso auszudefinieren, zu gucken, wo haben wir eigentlich Klimabelastung einfach an andere Leute, die sich nicht wehren können, verlagert, damit wir uns nicht selbst damit auseinandersetzen müssen. Wer leidet eigentlich darunter, dass wir diesen Luxus leben können? Weil das wird nicht, also wir können nicht einfach sagen, wir fahren jetzt alle Tesla und trinken Wasser aus dem Hahn, das reicht einfach nicht, wir müssen die große Mathe machen und dazu gehört erstmal ganz, ganz, ganz viel Nachdenken und Dinge reflektieren und vor allem eben auch Begegnungen und deswegen sehe ich das genauso, dass es für gewisse Begegnungen einfach sinnvoll ist, auch CO2-Budgets einzusetzen und dafür vielleicht was von dem anderen Quatsch, der sich irgendwie so etabliert hat, aber niemand so richtig was bringt, mal einfach wegzulassen. Und deswegen habe ich mich gerade sehr gefreut und wollte das nur kurz ergänzen. Ich glaube, da war... Herzlichen Dank für das Statement. Ich glaube, neben Robert habe ich gerade gesehen, zuckt es und deswegen, das wollen wir natürlich nicht unterdrücken. Ja, Fine, auch vielen Dank nochmal an dich. Ich finde, du hast das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich will trotzdem auch nochmal eine Lanze für die CO2-Bilanzen brechen, weil wenn wir nicht wissen, wo eigentlich unsere Probleme sind, dann ist es natürlich auch schwierig, irgendwo anzufangen. Was aber nicht heißen soll, dass wir dann die Diskussion führen müssen, dürfen wir diesen Künstler jetzt noch einfliegen oder nicht? Und wenn wir gerade bei Festivals die Bilanzen machen, werden wir auch sehen, dass der Künstler vielleicht gar nicht unbedingt das Problem ist, sondern die Leute, die zu uns kommen, denen wir ermöglichen müssen. Darüber haben wir uns auch gerade sehr intensiv ausgetauscht und auch ein paar Ideen entwickelt, wie man zum Beispiel den 1 Euro bei der RNV vielleicht als Kulturregion hier noch ein bisschen drücken könnte, sodass sich das eben alle leisten können, das ÖPNV-Ticket mit ins Kulturticket mit reinzunehmen. Ich glaube, wir könnten noch mehrere Fußball-Halbzeiten hier über dieses Thema diskutieren. Ich glaube, was mir auch total wichtig ist, wir reden teilweise schon sehr, sehr lange über diese Themen. Und auch wenn ich es wichtig finde, sich aus dem kulturellen Bereich sehr intensiv auch mit der Frage, wo wollen wir hin, auseinanderzusetzen, dürfen wir nicht vergessen, ins Handeln zu kommen. Weil ihr wisst alle, die Zeit ist eigentlich schon vorbei. Wir müssen jetzt vorgestern schon viel, viel mehr gemacht haben, als wir heute tun. Deshalb würde ich auch einfach nochmal für in Aktion kommen plädieren. Genau. Gutes Stichwort. Auch Zeit ist ein gutes Stichwort. Ich gucke noch in die andere Richtung. Gibt es von euch, von Ihnen noch ein Abschlussstatement, bevor wir in die Abschlussrunde gehen? Also ein Abschlussstatement. Ich würde zwei Sachen da gerne kurz anschließen, einfach nur, weil es, glaube ich, kein Zufall ist, dass wir so viele Festivals hier sitzen haben. Das ist ein Gedanke, den habe ich vorhin auch schon
kurz in der Runde gesagt, dass zum einen ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die sind natürlich die Planungszyklen, mit denen wir uns am Theater oder an den großen Institutionen herumschlagen und die Festivals ganz oft eine radikalere Positionierung ermöglichen, möglicherweise auch Festivals im Rahmen von Institutionen, also das nur so als Mittel zum Zweck, mehr oder weniger. Und das andere ist, jetzt wurde kurz der 1 Euro und das Ermöglichen eines neueren Publikums oder ein weiterer Vorteil von Festivals ist, dass sie nicht immer innerhalb von Gebäuden stattfinden. Also dass, wenn wir sagen, wir wollen Informationen oder wir wollen einen Diskurs in die Breite streuen, dann glaube ich, ist es super wertvoll, wenn diese Dinge auch beiläufig rezipiert werden können und nicht nur gezielt. Das wollte ich nur als Gedanken mit reingeben. Danke. Gut, herzlichen Dank. Mit Blick auf die Zeit, auf die Temperatur, auf das Fußballspiel. Ich hoffe, wir verpassen nicht alles. Wir haben uns Gedanken gemacht, Robert, zu Beginn oder ja, bei der Vorbereitung. Wie schließen wir die Runde? So, wir haben uns 3 Fragen überlegt, mit denen wir eigentlich auch rausgehen möchten aus dieser Veranstaltung. Und wir haben eingangs auch gesagt, es ist ja pars pro toto hier die Besetzung und wir haben einfach mal so aus der Hüfte auch geguckt, ja, wo scheint etwas auf. Natürlich gibt es viel, viel mehr Initiativen auch, die da sind, die in diese Richtung arbeiten. Deswegen, die erste Frage ist, wer fehlt? Also wen müssten wir hier auch noch ansprechen? Die zweite Frage, was fehlt denn? Also welche Themen, ich meine, da ist ja schon vieles angesprochen worden auch. Und die wichtigste Frage, es kam ja auch hier, also nicht nur darüber reden, sondern handeln. Wer will denn mitmachen, also wer möchte in so einem kleinen Hefeteig dann auch hier mit dabei sein und das Ganze weiterentwickeln? Das würden wir jetzt gerne noch in der Abschlussrunde, vielleicht so 10 Minuten einfach hier in die Runde geben. Ich habe übrigens vorhin jemanden getroffen, einen Künstler, der gesagt, der gerade eine Karte schreiben wollte, wahrscheinlich hat er es auch gemacht, hat er hingeschrieben, ja, also die bildende Kunst, das hat er vermisst. Auch da gerne hier auch das nochmal anpinnen, aber vielleicht hier jetzt einfach in die Runde. Wer fehlt? Wen sollten wir noch zu dem Thema ansprechen, um das zu vergrößern beim nächsten Teaser fürs Denkfest? Was fehlt? Welche Themen müssen berührt werden, was ist von besonderer Relevanz und wer will mitmachen, wer möchte mit ins Boot gehen und in See stechen. Also deswegen Runde frei. Und ich laufe rum, das Mikro hin, einfach nur die Hand heben, wenn jemand, wiederholst du nochmal die erste Frage? Also fangen wir mal an mit, wer fehlt denn? Welche Akteure, welche Initiativen, wen haben wir vergessen? Okay. Was mich gerade beschäftigt, das ist also, dass gerade in der freien Kunst wir auch mittlerweile immer wieder an die Industrie wenden, um Förderungen zu kriegen. Und ich immer, das für mich immer so ein bisschen behaftet ist mit einem schlechten Gewissen mittlerweile, weil ich nicht weiß, ob ich die Betriebe, an die ich mich wende, also zum Beispiel jetzt BASF oder so, ob ich tatsächlich die Ziele der Institutionen oder der Betriebe, der Industrie, an die ich mich wende, um Förderungen zu kriegen, unterstütze. Und da würde ich mir einen Austausch auch wünschen. Wie wäre das, wenn Leute kommen würden und sich dazu auch äußern, also auch zu den, ich glaube, das ist klar, ne? Ich muss nicht noch ausführen, oder? Ja, vielen Dank schon mal für den Impuls. Ich würde sagen, wir sammeln einfach mal. Gibt es weitere Stimmen hier? Also wer? Wir sind bei den Akteuren. Mir fehlt ein klein bisschen das Publikum. Also wenn ihr was institutionalisieren wollt in einer Gruppe, fände ich es gut, wenn es einen Vertreter für das Publikum gäbe. Klar kann man das nicht über einen Kamm scheren, aber eine Stimme könnte man geben. Vielleicht gibt es auch dazu, vielen Dank, auch Ideen dazu, wer denn hier, nochmal das Wort zu benutzen, pars pro toto für das Publikum hier auch auftreten könnte. Magst du was dazu? Das war nur eine kurze Wortmeldung. Ich bin die Bundesvorsitzende von MOTEA, das ist der Dachverband der deutschen Theaterfreunde. Vielen Dank. Ich mache heute noch Strecken.
Thema Nachhaltigkeit pro gelaufenen Meter 1 Euro an die XY-Stiftung. Nein. genau. Nein, also was mir auch aufgefallen ist, wir reden hier sehr viel über Klima. Mir fehlt wirklich auch ein bisschen dieser soziale Aspekt. Gut, das liegt jetzt vielleicht einfach an den Akteuren, die heute da sind. Ich muss mich outen, ich bin fachfremd. Ich komme aus einem Verein, der gerade vor allem viele Sozialprojekte macht, aber auch in Kombination mit Kultur zusammen, wo wir auch wieder in Richtung kulturelle Bildung und Ähnliches wären. Und da würde ich mir einfach wünschen, wenn wir auch diesen Bereich Soziales auch da noch mehr einbinden könnten. Okay, vielen Dank. Hinten dran gleich noch eine Wortmeldung. Und sollte man nicht auch die Politik einladen? Weil denen kann man Ideen geben, damit sie sie dann auch umsetzen. Klar, Politik. Wir haben Wirtschaft hier auch gehört, in den Dialog nochmal gehen. War das Politik? Politik. Okay. Also es war die Frage jetzt nach den Akteuren, die wir einladen sollen. Natürlich ist es ja nicht abgeschlossen, also wir werden sicherlich auch noch eine Fortsetzung haben, auch das Denkfest selbst haben, wo wir auch dieses Setting dann nochmal die Fragen aufgreifen werden und die Perspektiven, die hier aufgegangen sind. Ich möchte es auch nicht erschlagen. Vielleicht die nächste Frage eben, welche Themen, ich meine, es ist ja auch schon angeklungen, Soziales etc., welche Themen fehlen denn noch, die wir hier adressieren sollten, auch künftig fürs Denkfest, wenn Sie sagen, okay, nächstes Jahr Denkfest, ich gehe dahin, was würde ich mir denn wünschen für Themen, Schwerpunktthemen oder ein Workshop oder eine Session dazu? Ich würde gerne da anschließen, wo Fabian Burstein vorhin eine Bemerkung auch gemacht hat, dass wir nicht nur hier in der Region bleiben, sondern wirklich auch nochmal eine globale Perspektive aufmachen und die Frage eben auch, was dieser Kolonialismus, den er da benannt hat, oder respektive einfach auch die Frage nach der Biodiversität, was ja letztlich dann auch eines der ganz großen Themen ist, und eben die Frage, warum soll Bolsonaro den Regenwald eben nicht abholzen und was sind denn die Argumente, die wir ihm gegenüber halten kann, außer mach es nicht. Er uns aber halt sagt, ja, aber euer Reichtum basiert eben genau darauf, dass ihr das gemacht habt. Und ich glaube, diese internationale oder globale Perspektive und der Umgang damit und auch ein Versagen an der Stelle des Geldkreislaufes, fände ich einfach auch eine interessante Perspektive in diesem regionalen Setting. Vielen Dank, ganz wichtiger Aspekt. Hinter dir? Ja. Also jetzt wieder zurück, lokal, regional. Wir waren zusammen in dieser Gruppe Die Theater, die jetzt hier als Wildcard gesetzt wurde. Und vielleicht unter dem Tenor, den Sie reingebracht haben, lasst uns was gemeinsam machen. Es ging um Synergien auch von Räumlichkeiten. Also dass die Kultur untereinander auch da nochmal stärker zusammenstehen muss und gucken muss, wo können wir auch aus den anderen Sparten Synergien erzeugen und praktisch auch so eine Angebotsstrategie untereinander entwickeln. Bisher ist es eher so, dass man immer als Anbieter irgendwo anklopfen muss, vielleicht auch wirklich angebotsmäßig denken und sich als, ja, mit dem Thema, lasst uns was gemeinsam machen, das so als Überschrift wählen, auch in der Region. Herzlichen Dank, also die Ressource Raum, ja, auch nachhaltig nutzen, ja, war im Übrigen ein Projekt im Badischen Staatstheater vor, oh, ich weiß, 2015 oder sowas, mir habe ich eine Lehrveranstaltung gemacht, das kam von einer Studentin, wo es wirklich darum geht, Nachhaltigkeit im Theater, und dann ist sie gekommen und gesagt, kann ich was zum Raum machen, dann habe ich sie erstmal fragend angeguckt. Und dann kam das dabei raus, dass viele Räume unternutzt sind und genutzt werden können, auch von Leuten, die ins Café sonst flüchten und die gerne irgendwo im Warmen sitzen und vielleicht dort arbeiten, gerade Studierende, das war das Thema. Also insofern Raum, Internationalität, das sind alles Punkte, denke ich, die wichtig sind, die wir noch einfach mitnehmen. Da war noch eine Wortmeldung hier. Oder erstmal auf der Seite. Mhm. Zwei Gedanken haben mir gefehlt. Zum einen vielleicht ein größeres Selbstbewusstsein der Kultur. Denn der Begriff der Nachhaltigkeit, den man sich jetzt anziehen muss, um in der aktuellen Debatte mitmischen zu können, der birgt folgende Gefahr. Die Kultur ist per se nachhaltig.
Sie stellt Räume zur Verfügung. Sie ist eine Schule der Sinnlichkeit, der Emotionen. Das ist gelebte Demokratie. Und wirklich in jeder Kunst geht es darum, wer sind wir? Was beschäftigt uns? Und wie wollen wir miteinander leben? Also ein Kunstwerk, das sich nicht mit dieser Frage beschäftigt, verdient es nicht, Kunst genannt zu werden. Und wenn das nicht nachhaltig ist, also dann weiß ich auch nicht. Deswegen finde ich es also ganz wichtig, selbstbewusst diese Nachhaltigkeit für sich auch zu behaupten und nicht erst zu denken, oh, jetzt müssen wir uns neu erfinden, um überhaupt noch eine Relevanz zu haben. Und das Zweite ist, wir haben jetzt sehr viel über Klimaneutralität, über CO2-Fußabdruck gesprochen, aber Nachhaltigkeit ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Und ich würde da gerne mal so an den Rändern ein bisschen graben. Soziale Fragen sind angeklungen. Und das wichtigste Ziel der 17 Nachhaltigkeitsziele ist Frieden. Es tobt gerade ein Krieg und der hat ganz massive Konsequenzen. Wir werden eine Verteilungsdebatte bekommen um Ressourcen. Die Inflation steigt, der Hunger wird wieder steigen. Ich habe mit großer Sorge die Wahl in Frankreich verfolgt. Also wir erleben eine Gesellschaft, die nicht mehr miteinander spricht, in der radikale Tendenzen immer stärker werden. Wir erleben das Erstarken von Autokratien. Es ist ja nicht nur Herr Putin, es ist auch Herr Bolsonaro, es ist Herr Orban. Also auch da muss die Kultur ansetzen und sich zu Wort melden und mit dabei sein und jetzt nicht nur im Sinne der Klimadebatte ihren Beitrag leisten, sondern der Krieg ist wirklich ein ganz großes aktuelles Thema und also da muss man auch aktuell reagieren und Position beziehen. Herzlichen Dank. Einfach die Stichworte auch, keine Luxusdebatte, auch keine dogmatische Debatte, auch keine Beliebigkeit. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sagen kann, okay, Nachhaltigkeit irgendwie, keine Beliebigkeit. Aber die wichtigsten Themen angehen und wir hatten es vorhin drüber, ein schlechter Berater beim Naturschutz im Süden, in den Ländern ist Hunger. Ja? Ich kann nicht mit jemandem sprechen, der einfach hungert über Naturschutz, über Artenschutz, sondern ich muss erstmal für die Menschen dann sorgen, dass es ihnen gut geht, um eben eine Basis zu haben. Und ich glaube, das ist gerade momentan, was wir auch hier erleben. Also ich meine, wir debattieren auch hier ein Stück weit jetzt in so einer ganz sicheren Position, aber um das zu reflektieren auch. Hier war noch eine Wortmeldung. Ja, genau, weil der Aspekt Raum jetzt auch nochmal viel und eben jetzt auch wieder Ressourcen und ich denke auch eine ganz wichtige Sache ist wirklich auch eben Ressourcen, also Kreislaufwirtschaft, also wirklich auch Wiederverwerten von vielleicht auch Raum. Also ich gehe immer so durch die Welt und sehe überall immer noch so viel Verschwendung, also ob das jetzt ständig irgendwie alte Gebäude abgerissen werden, um neue zu bauen. Also dass man da vielleicht, und da wäre halt die Politik tatsächlich wahrscheinlich auch ein ganz guter Gast, dass man vielleicht das mal so auch so anstößt, dieses ständige Neuproduzieren, obwohl wir alle wissen, dass das eigentlich so eine Sackgasse ist, ne? Also dass man da wirklich guckt, dass man da einfach mehr in den Kreislauf kommt. Ja, Politik ist immer wieder ein Akteur, der genannt wird. Die Frage natürlich auch immer so dieses Top-Down-Bottom-Up-Prinzip, das heißt, wie viel Politik brauchen wir, wie viel können wir selbst bewegen, müssen wir selbst bewegen? Spannende Frage. Sie hatten sich gerade noch gemeldet und hier vorne. Genau, ja, ich möchte dann immer meine zwei Vorrednerinnen nochmal anschließen, auch so, was du vorher gesagt hast zur Klimagerechtigkeit. Also wenn wir dem konsequent folgen, müssen wir uns eigentlich auf dem Riesenthema Macht stellen. Denn dann ist die Frage so, ne, wer macht die Rahmenbedingungen, wer entscheidet, wer definiert die Handlungsspielräume. Damit kommen wir aber natürlich in ein Riesending rein. Ja? Ja, ich würde auch gerne noch mitmachen bei Wünsch dir was, weil die Frage war ja, was kann man für Workshops machen. Wenn wir die soziale Frage ansprechen und die ökologische, müssen wir auch die ökonomische ansprechen und ganz viele dieser geschilderten Probleme sind aus diesem Wachstumsparadigma entsprungen. Deswegen würde ich sagen, wenn man ein Denkfest macht, muss man über Postwachstum, über Degrowth, über Gemeinwohlorientierung von Wirtschaft sprechen. So. Absolut. Das ist ein Punkt, nochmal, wir hatten ja eingangs gesagt, Green Culture ist es nicht alleine, sondern es ist, gehört mehr dazu. Und ich glaube, wir haben ganz viel hier gehört dazu, was es bedarf. Und sicherlich, das ist ein Punkt, natürlich
was sind die Triebfedern eigentlich einer nicht nachhaltigen Entwicklung? Das ist der Punkt auch. Gibt es noch weitere Aspekte zu dem Thema, was fehlt noch in dieser Debatte, was sollten wir denn adressieren dann im Rahmen eines Follow-up bzw. des Denkfestes? Wenn das nicht der Fall ist, ich weiß, es ist spät, es ist auch warm, wobei es geht mittlerweile, habe ich das Gefühl, hier durch den Durchzug und vielleicht ist auch ein Gewitter durchgezogen. Ich gucke mal in die Regie hinten, wir machen das immer in Absprache, deswegen habe ich auch, Entschuldigung, bei Ihrem Wortbeitrag nochmal mit Robert ganz kurz gesprochen, wie wir jetzt weitermachen. Es ist ja die Frage auch, wen können wir mitnehmen, jetzt auch von Ihnen, von den Beiträgen und wer wäre denn dann bereit, hier auch nochmal mit uns mitzugehen? Und ich habe jetzt gerade Robert zugeflüstert, vielleicht ist es ganz, also ich möchte jetzt nicht, dass wir hier die Arme strecken und uns outen oder wie auch immer, sondern vielleicht einfach der Vorschlag, dass Sie sich hinten tatsächlich, da würde ich dann den Kevin bitten oder jemand, beim Rausgehen einfach einen Kringel oder müssen wir uns überlegen, eine Farbe nehmen und dann anstreichen und sagen, okay, also ich habe Lust hier weiter mitzumachen, vielleicht auch einfach in so einem Vorbereitungszirkel. Das müssen nicht 100 Leute sein, aber wie gesagt, solche Aspekte, die jetzt hier gekommen sind, liebend gern. Und ja, so würden wir gerne aus dieser Veranstaltung rausgehen, einfach als Impuls, als ersten Impuls für in Richtung Denkfest 2023, natürlich auch in Richtung BUGA, ganz klar, und den Initiativen, die jetzt hier auch vorgestellt wurden. Ja, ich weiß nicht, Robert. Alles ist gut, ich bin ganz glücklich, einmal über diese tolle Veranstaltung und die Zusammenarbeit zwischen BUGA und Denkfest. Ich habe wirklich noch keine BUGA erlebt, die sich mit diesen Themen auf diese seriöse Weise auseinandersetzt. Das finde ich cool. Kompliment an euch, an dich, an dieses ganze Team. Und ich bin auch glücklich, weil die Diskussion hier eine Eigendynamik entwickelt hat und genau das passiert ist, was wir uns eigentlich gewünscht haben, dass wir auch weg von Kunst und Kultur diskutiert haben, sondern wir haben die gesamte Gesellschaft in den Blick genommen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Kunst und Kultur kann einen Beitrag zur Transformation der Gesellschaft leisten und selbst muss sie sich aber auch transformieren, um so arbeiten zu können. Ich bin froh, dass die beiden Regionen, Karlsruhe, Kulturregion Karlsruhe und die Kulturregion Rhein-Neckar hier zusammenarbeiten werden, weil das ist für mich jetzt gesetzt. Wir werden das zusammen machen. Keine Region für sich, sondern wir machen das zusammen. Und vielleicht nehmen wir die Frankfurter auch noch mit rein, diese kleine Region Rhein-Main. Genau. Und dann nochmal ganz deutlich gesagt, diese drei Fragen, die wir jetzt gestellt haben, die können Sie auch nochmal abrufen, da können Sie noch was eintragen. Es gibt diese Feedbackwand. Wir haben das heute alles aufgezeichnet. Nichts geht verloren. Ich habe gespürt, dass wir ein Thema aufgegriffen haben, was eine große Relevanz hat. Wir werden es bearbeiten beim Denkfest. Es wird noch weitere Vorabveranstaltungen geben. Und jetzt sage ich Dankeschön bei dem ganzen Team der BUGA, beim Team des Kulturbüros, allen voran Kevin Dürr, der das Denkfest organisiert. Ein Applaus für ihn. Dass Sie, dass ihr so lange da wart und ausgeharrt habt, auch wenn da ein paar Fußballfans dabei waren, die jetzt gelitten haben, ein paar Minuten. Ja, Maike, vielen Dank. Und du hast, glaube ich, das allerletzte Wort, oder? Ja, absolut. Sorry. ich wollte jetzt kurz nochmal, also ihr habt drei Fragen gestellt, kurz und knapp. Ziel erreicht, was kommt jetzt und worauf müssen wir noch unser Auge werfen, also was müssen wir im Blick behalten? An euch beide. Und Fabian, du sehr gerne auch. Kurze Antwort, knapp. Kurz und knapp. Nochmal, die erste Frage war? Haben wir das Ziel heute erreicht, Tagesziel erreicht? Die erste. Was passiert nach heute eben im Hinblick auf Denkfest, natürlich auch bei uns bei der BUGA, ja. Also Denkfest 23 und welche Themen müssen wir jetzt besonders im Blick behalten? Ja. Also ja, welche Punkte? Also Ziel erreicht, sage ich immer nein. Weil ich finde, Selbstgefälligkeit ist Stillstand. Das heißt, wir haben nie das Ziel erreicht. Es geht immer noch was und gerade bei so einem wichtigen Thema. Was müssen wir tun im Hinblick auf unsere Kooperation? Wir müssen schlicht und ergreifend, und das halte ich
auch für den entscheidenden Punkt, all das, was da gefallen ist, in unsere nächste Runde mit reinnehmen. Ich glaube, insbesondere diese Themen Politik ansprechen, auch Wirtschaft ansprechen, die Themen verbreiten. Also ich glaube, das ist das Element oder der Auftrag, den wir fürs nächste Mal haben. Und drittens, wir müssen einfach konsequent und ehrlich zu uns bleiben und dann machen wir insgesamt ein gutes Programm, das auch seine Wirkung entfalten kann. Sehr gut, danke. Volkmar? Also ich habe dem überhaupt nichts hinzuzufügen. Fabian, du hast recht, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Spannende Verbindungen zwischen einer Buga und dem Denkfest und zwischen Kunst und Kultur und der Gesellschaft. Denn das ist jetzt spannend. Es ist fast ein bisschen so wie früher. Ich bin ja schon so alt. Ich kann mich noch erinnern, dass Kunst und Kultur sich darum gekümmert hat, die Gesellschaft zu beeinflussen, den Gang der Dinge. Und ich glaube, wir erleben gerade wieder so eine Zeit, eigentlich ein historischer Moment, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt und dies vielleicht gerade deswegen. Und das macht mich eigentlich ganz hoffnungsfroh. Ich kann nur sagen, ich bin auch zufrieden, um mit Fabian zu sprechen. Fürs Erste, also für heute, auf jeden Fall. Und ich habe mich gefreut, dass Sie so lange hier ausgehalten haben oder so aktiv auch mit dabei waren, hier in den ganzen Runden. Herzlichen Dank auch an alle Referenten oder alle, die den Showcase dann aufrechterhalten haben sozusagen oder geführt haben. Und danke auch nochmal, Robert, auch für die schöne Kooperation und Fabian und natürlich die Buga insgesamt. Tolles Floor. Ich war zum ersten Mal, glaube ich, doch, ich war schon öfters in den Sporthallen, aber in so einer wahrscheinlich noch nicht. Und deswegen das letzte Wort übergebe ich jetzt an Maike. Dankeschön. Und ein sehr wichtiger Punkt. Eigentlich hätte der Herr Dr. Weiß noch etwas zu Förderprogrammen erzählt. Wir haben ein paar Informationen für die, die es interessiert, hier vorne an der, an diesem, helfen Sie mir, ja, Holzdings, Palettendinge an der Palettenwand. Genau, das zum einen. Und zum anderen möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen bedanken. Es war super interessant für mich. Ich hatte zwar mit Kultur schon Kontakt, aber nicht Nachhaltigkeit in Kultur. Also super, ich will dabei bleiben. Ich komme mit zum nächsten Denkfest. Und genau, wollte auch noch mal kurz zur nächsten Plattform aufmerksam machen. Also zur Buga 23 Plattform, das mache ich immer. Und die nächste ist am 16.06. Das ist Fronleichnam. Da gehen wir mal ein bisschen weg von Kultur hin zu Umwelt und Naturschutz. Und zwar werden wir mit dem Thomas Hornung, Mannheimer Stadtrat und Hobby-Ornithologe, schwieriges Wort, werden wir ganz früh morgens um 7.30 Uhr hier auf Spinelli und in der Au nach Vogelstimmen und Vögeln suchen. Wer Lust hat, ist wieder auch mit Anmeldung über unsere Homepage. Alle weiteren Informationen auf unserer Homepage, buga oder www.buga23.de oder auf Social Media, buga23. Und bei euch ist es denkfest-rhein-neckar.de. So, jetzt aber kommen Sie trocken nach Hause und danke schön, dass Sie da waren. Schönen Abend noch. Applaus